Jo, Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute reagiere ich auf das Spiel von Schalke 04 gegen den KSC. Und ja, die Schalker sind ganz gut drauf mittlerweile, haben mittlerweile drei Saisonspiele die Saison gewonnen. Und das von sechs Spielen. Und das geht auf jeden Fall schon mal klar. Die beiden Mannschaften treffen sich im Mittelfeld der Liga. Beide Mannschaften wollen natürlich weiter hochkommen. Der KSC hatte zu Anfang eine sehr gute Phase. Dort haben sie die ersten zwei Spiele gewonnen. In den letzten vier Spielen sind sie jeweils sieglos geblieben. Aber das soll sich jetzt auf jeden Fall heute wieder ändern. Zumindest aus Karlsruher Sicht. Und deswegen, ja, will Schalke 04 das natürlich verhindern und ich hoffe, Schalke 04 schafft es und das auf jeden Fall mit folgender Aufstellung. Wir haben heute im Tor, also es ist im Endeffekt genau die gleiche Aufstellung wie beim letzten Mal. Wir haben Ralf Herrmann im Tor auf der linken Seite, Thomas Aurian in der Zentrale unserer Innenverteidigung in einer Dreierkette spielt. Ko Itakura, der finde ich einen sehr, sehr starken Start auf Schalke hingelegt hat. Ja, also der Mann, der ist richtig präsent, der hat richtig, ja, eine richtig gute Übersicht. Der gefällt mir total gut. Dann Paulsson auf der Sechserposition mit der Nummer 4, denke ich mal unstreitig. Ist unser Ersatzkapitän für Danny Latzer, macht Top-Spiele, der ist wirklich ja, ein richtiger Fighter, ein richtiger Kämpfer und ist, glaube ich, der Richtige auf der Sechser-Position. Dann Darko Chulinov kommt wieder über die rechte Seite, finde ich eine sehr gute Variante, wenn wir mit einer Dreierkette spielen, dass wir mit Chulinov jemanden haben, der offensiver auf jeden Fall eingestellt ist und auch nicht zurückrückt in die Fünferkette. Also in der Rückwärtsbewegung wird es wieder eine Viererkette bei uns sein. Deswegen Chulinov können wir dann einfach immer schnell schicken. Dann haben wir, Simon Terodde. Dann klar, Simon Terodde, bester Torschütze im Moment in der zweiten Liga. Rodrigo Salazar ist auch wieder mit am Start im Mittelfeld. Dann haben wir Marius Bülter natürlich im Sturm und Drexler haben wir wieder. Dominik Drexler startet wieder. Ich habe gerade zu Anfang gesagt, dass es sich nichts geändert hat. Eine Position hat sich geändert und zwar Florian Flick spielt nicht mehr, sondern Dominik Drexler. Dominik Drexler hatte sich ja, eine Knieverletzung zugezogen, beziehungsweise hat er schlicht und einfach Knieprobleme und deswegen hat er im letzten Spiel gefehlt. Dieses Mal ist er auf jeden Fall wieder mit dabei. Außerdem Malik Chau und Kaminski, die komplettieren die Innenverteidigung und jo, so sieht das aus. Auf der Bank heute Langer, Aydin, Calhanoglu, Flick, Matriciani, Mikhailov, Piringer, Ranftl und Wouters. Okay, so, damit begrüße ich euch erstmal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sehr, sehr geil. So, mal gucken, kriege ich das auch so? Ah ja, perfekt. Alex, moin, NVC, Marcel, Swash, Slow, Mahlzeit. Alex, hoffentlich bekommen wir zwei Siege. Drexler in der Startelf. Genau, Lukas, genau. Das habe ich zu Anfang etwas anders gesagt, ne? Genau. Glück auf Kesti wird schwer heute, daher mein Tipp 1 zu 0. Oh ja, mein Tipp heute lautet. Warte mal, wo habe ich den? Mein Tipp lautet auf jeden Fall 3-1. Ja, ich glaube, Schalke 04 könnte heute wieder einen Sieg einfahren. Ich glaube einfach dran, weil es. Oh, ich bin halt Fan, ja. Ich bin ein bisschen euphorisiert im Moment nach dem letzten Sieg gegen den SC Paderborn. Und da sage ich einfach, jo, wir kriegen das dieses Mal auch hin. 3-1. Jo. So, dann lass mal gucken. Wen haben wir noch hier? Möchte Hertha und SO4 siegen sehen, sagt Alex. Okay, Schalke hat ihr Ralf. Moin und viele Grüße, liebe Grüße zurück. Hi, Kessia Chat, viele Grüße aus dem schönsten Stadion der Welt. Kessia, habt ihr schon einmal Fotos geschickt? Hey, sehr geil, sehr geil. Ich hatte Essener darum gebeten, mir mal ein paar Fotos zu schicken aus dem Stadion, so ein bisschen die Atmosphäre auch aufzuschnuppern.
So, jetzt muss ich nur gucken, ob das funktioniert. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Ah, jetzt so die Frage, wie kriege ich den auf den Bildschirm drauf, ne? Muss ich euch einfach mein Bildschirm zeigen. So. Also Christoph ist auf jeden Fall schon in der Arena drin. Wir spielen heute zu Hause. Und ja, das, so sieht das aus. Genau. Okay, ich bin mega aufgeregt. Auch, dass wir ein Heimspiel haben, spricht natürlich auch für uns, ne? So, gute Aufstellung und tippe 2 zu 0. Ja, ich sage auch gute Aufstellung. Mittlerweile mit Chulinov auf der rechten Seite, das finde ich gut. Ja. Zwar jetzt Schalke, das Bild sieht immer so cool aus. Jo, Servus und Glück auf. Oh, die Aufstellung, sagt Leroy. Leroy, deine Kritik zur Aufstellung. 3-5-2, ja. 3-5-2. Aber nicht defensiv eine Fünferkette, sondern eine Viererkette, Leroy. Jo. Hi, wann ist Anstoß? 18:30 geht's los, Markus. Ja. Joe sagt 4-1. Okay. Stony, hi, schön, dass du mit dabei bist. Sascha, moin. Glück auf, 3 Punkte heute, sagt Carp Team Gronau Germany. Jawohl. Sehr schön. Nimm mal mit. Ich glaube, Francesco ist im Stadion oder bin ich lost? Wo hast du das gesehen, Alex? Hab nächste Woche Abschlussfahrt, bin heute krank geworden. Thiele ist auf jeden Fall im Stadion heute. Und Jan ist auch wieder im Stadion. Die beiden sind zusammengefahren. Ja. Thiele ist im Stadion, ja. Wo ist Jan B? Der ist mit im Stadion. Dieses Mal mit Thiele, die treulose Tomate. Ja. Dein neues Trikot in der Wäsche? Jo, Frank. Jo, ist so. Francesco ist auch im Stadion mit den Kiddies? Jawohl, genau. Ja, ich wusste es auch. Francesco hat seine Kinder damit überrascht. Auf jeden Fall, die wussten das vorher nicht. Deswegen, ja, hat er mir vorher gesagt. Ja. Aber ich weiß gar nicht, war das doch im Stream, als er das erzählt hat? Ja, ne? Stimmt, das war sogar im Stream, als er das erzählt hat. Richtig. Schalke ist das Geilste auf der Welt. Jawohl. Sollte Salazar nicht zünden, wie würdest du wechseln, Kesti? Ich würde offensiv dann wechseln. Ich würde dann Mikhailov auf jeden Fall reinbringen. Ich denke aber, wenn er nicht zündet, dann wird das bedeuten, dass er den Ball nicht wirklich nach vorne tragen kann. Ich denke, defensiv haben wir einen Moment genug, was wir aufbieten können. Ich würde dann tatsächlich offensiv wechseln. Aber nochmal, Salazar, ja, der hat auch gute Spiele in dieser Saison gehabt. Die hat er nur zu selten gezeigt. Also vielleicht klappt es ja heute. Ich würde mich mega freuen. Jawohl, hat er, genau. Glück auf und guten Abend auf 3 Punkte. Jawohl, Lothar. Glück auf und guten Abend. Yes, Sorata. Kesti, die Friese sitzt wie immer. Glück auf. So sieht's aus. So sieht's aus. Das muss man erstmal danach machen. Ja, deswegen habe ich mit Francesco gesagt. Deswegen gibt es alleine schon einen Sieg, Kesti. Jawohl. Stimmt, so viele YouTuber im Stadion, dann müssen wir gewinnen. Genau. Mein Tipp 4-1 für Schalke. Perfekt, nehme ich mit. Bei Salazar müssen wir etwas Geduld haben. Es zündet mit Sicherheit. Er zündet mit Sicherheit, okay. Ja, denke ich auch. Guck mal, der hat eine super Saison gespielt bei St. Pauli, ne? Wirklich, das kann er nicht komplett alles verlernt haben. Es sind einfach nur Anpassungsschwierigkeiten, bin ich mir sicher. Mir ist da heute eine Idee gekommen. Kennst du die App Spitch? Da kann man jeden Spieltag sogar erste und zweite Liga mit 150 Millionen einen Kader aufstellen und kostenlos um Geld mitspielen, sogar mit mehreren. Okay, ja, ich kenne den nur vom Namen her, die App, aber ehrlich gesagt, nee, da habe ich gar keine Zeit für, ehrlich gesagt, um das auch noch zu machen.
Machen die beiden einen Vlog? Francesco und Thiele hoffen wir. Ja, Thiele macht safe einen. Francesco, ich denke auch. Klar, macht er. Hast du das Hoffmann-Interview gesehen? Ja, mir hat gestern jemand gesagt, dass Hoffmann unbedingt zu Schalke wechseln wollte. Da habe ich erst das erst so abgetan und habe gesagt, ja, nee, ich glaube es ja wohl selber nicht. Was der tatsächlich gesagt hat, ist, dass er sich schon vorstellen kann, wieder zurückzukommen zu Schalke. Jetzt allerdings würde er nicht parallel in der gleichen Liga mit dem KSC spielen wollen, also nicht in der zweiten Liga, würde er jetzt nicht wechseln zu Schalke. Aber für das nächste Jahr wäre das auf jeden Fall ein Thema für ihn, falls Schalke aufsteigt. Ja. Man hat da einen Überblick, wie die anderen Punkte gesammelt haben für diesen Kanal und seine Follower, eigentlich eine super Sache. Okay, ja gut, aber irgendwie, nee, weiß ich nicht. Ich kann sie ja nochmal angucken, die App, aber ehrlich, eher nicht, nee. Salazar hat aber gegen Paderborn gut gekämpft und ist viel gelaufen, auch defensiv, das darf man nicht vergessen. Gekämpft hat der, ja. Der hat versucht und getan und gemacht, das stimmt, ja. So, wie gesagt, noch nicht, es fehlt einfach noch so ein bisschen. Glück auf zusammen kämpfen und siegen natürlich. Dennis, moin, wie geht's dir? Glück auf. Kessi, ich sage, dass auch Hoffmann beim KSC mindestens 2 Tore machen wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Sorry, aber Salazar haben wir geliehen, oder? Ja, Salazar ist ausgeliehen, genau. Kesti, wer wird morgen gewinnen? Bremen oder Hamburg? Dein Tipp? Mein Tipp, wer gewinnen wird. Ich tippe auf Werder. Ich würde es aber dem HSV jetzt gönnen. Einfach, weil die hinter Werder Bremen stehen. Weil ich will, dass sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ja, so hätten wir die Möglichkeit, an Werder vorbeizuziehen. Ja. Moin, Kessi aus Bottrop, Schalke Nobby sagt 2-0, jawohl, Schalke Nobby, moin, 2-0 sagst du, 2-0, ja, fände ich geil, ich glaube schon, dass sie ein Tor schießen werden heute, der KSC, dafür kassieren wir einfach immer zu viele, aber eigentlich kassieren die auch wenige, der KSC, insofern macht meine Argumentation nicht viel Sinn, dass ich jetzt sage, dass wir 3-1 gewinnen, aber irgendwann ist auch der KSC einfach mal fällig, mal ein paar Tore zu kassieren. Jo. Endlich haben wir eine Stammaufstellung. Hat in den letzten 2 Jahren gefehlt. Yo, NVC. Und ganz ehrlich, es hat ja nicht mal mehr einer was zu meckern, ne? Also ich habe zum Beispiel auch, also ich habe nichts mehr zu meckern. Ich find's gut so, ja. Ich sag mal so, wenn ich persönlich jetzt natürlich jetzt irgendwie Trainer werden würde oder so, würde ich immer noch auf eine klassische Viererkette halt setzen und vielleicht in einem 4-3-3 spielen und mir ein paar Flügelstürmer dabei holen. So, ne? Natürlich, klar. Aber mit dem Kader, den wir jetzt haben, finde ich, hat Dimi zum einen es geschafft, sich selber zufriedenstellen, sich selber treu zu bleiben, ja, also sprich, weiterhin auf seine Dreierkette zu setzen. Zweitens aber auch der Kritik entgegenzukommen, indem er nämlich jetzt Chulinov auf der rechten Seite einsetzt und ihn quasi, über den Flügel tanzen lässt, ohne ihn in der Verteidigung einzusetzen. Also es ist schon, verdammt viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Da muss ich wirklich den Hut ziehen vor Dimi. Hat er auf jeden Fall gut hingekriegt. Ja, feiere ich auf jeden Fall. Hat er gut gemacht. Und wie gesagt, jetzt habe ich überhaupt nichts mehr zu meckern. Könnte ich noch irgendwas, was ich mir jetzt wünschen würde? Langfristig gesehen wäre es halt schön, mal vielleicht auch nochmal das eine oder andere Talent jetzt auch noch mit reinkriegen in die Mannschaft, weil de facto sind es natürlich die Älteren, die da jetzt stehen und ich wünsche mir natürlich auch, dass die Jungen zum Einsatz kommen, aber ich sag mal, um jetzt Erfolg zu haben, ist das die beste Mannschaft. Ja. Meiner Meinung nach. Wann fängt es an? 18:30 04. Moin Timon.
Hallo Cassie, hat man nicht vergessen zu tippen. Freu, freu. Ey, perfekt, Tom. Weißt du, wer vergessen hat zu tippen? Ich, perfekt. So, warte, das mache ich jetzt mal eben. So. Kicktipp. Kicktipp, Kicktipp, Kicktipp. Wo sind wir hier? Da. So, Königsblau TV, zweite Liga. So, da muss ich wenigstens heute mal tippen, ne? Genau. So, Nürnberg gegen Hansa Rostock. Weiß das noch einer, wie ich das getippt habe? Nee, ne? Das weiß wahrscheinlich keiner. Zack. Oh, wisst ihr was? Die passt ja auch, die Aufstellung. Fällt mir gerade ein. Nee, passte nicht. Passte nicht. Aber ich habe so eine schöne, geile Grafik jetzt immer für die Aufstellung. Lass mal gucken. Ist es die? Das ist die vom KSC. Ah, das dauert aber immer einen Moment, um die fertig zu machen, wisst ihr? Guck mal, da steht jetzt Florian Flick noch drin. Aber die sieht schon lecker aus, ne? Ich überlege, ob ich eine halbe Stunde später die Streams anfange, um dann auch mit der Aufstellung dann quasi dann in den Stream reinzugehen. Oder eine Viertelstunde später in den Stream. Das müsste auch reichen. Eine Viertelstunde, da kriege ich das auf jeden Fall hin, die Grafiken fertig zu machen. Was haltet ihr von der Idee? Halt, wie gesagt, die passt jetzt leider nicht. Zack. So, wen haben wir denn hier? Dip, 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 dip. Was glaubst du, wer hat mehr Ballbesitz? Kann man nicht wirklich sagen. Ich denke, es wird so circa 50-50 ausgehen, weil Schalke hat klassischerweise diese Saison sehr wenig Ballbesitz. Also 47%. Das ist schon echt krass. Ich kann mal eben gucken, wie es beim KSC aussieht. So, Statistik, zweite Bundesliga. So, der KSC kommt mit 53% daher. Also ja, vielleicht tendenziell sogar eher die Karlsruher mehr Ballbesitz heute. Wir werden sehen. Kannst du dich noch an den Pokalsieg 2011 erinnern? Ja, sicher, klar. Ich war damals in Gelsenkirchen. Das ist gezeigt worden, das Spiel in der Veltins Arena. Das war richtig geil. Was ist eigentlich los mit Vodafone? Flasche leer? Was ist los? Hackels? Meine Fresse. Hackels? Moin, Bianca. Ballbesitz nebensächlich. Hauptsache, das Runde ist im Eckigen. Genau, ja. Hast du überlegt, zu Telekom zu wechseln? Ja, das Problem ist, ich bin hier fast auf Vodafone angewiesen, weil ich kann hier nur über Kabel, oder? Nee, gar nicht. Nee, Quatsch. Ich wollte zu Anfang, wollte ich Telekom haben, aber die Telekom hat mich komplett im Stich gelassen. Und dann bin ich zu Vodafone erst gegangen.
Großer Fehler. Ich hätte auf die Telekom warten sollen. Telekom hatte mich vertröstet. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und danach habe ich Vodafone genommen und die haben dann 4 Wochen gebraucht, um mir das Internet fertig zu machen. Also war beides. Beides Schwachmarkenvereine. Sorry, aber ist. Also. Wenn du irgendwas willst, also wenn du schnelles Internet haben möchtest in Deutschland, du bist einfach aufgeschmissen. Egal ob mobil oder. Oder hier. Ich habe eine 1 Gigabit-Leitung, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also es sind keine 100.000er Leitung, sondern 1 Gigabit. Schneller geht's nicht. Eigentlich. Aber hier kommen teilweise nur 30, 40 Gigabyte an. Hallo Wolfgang, moin. Was ist eigentlich mit deinem Sky Receiver? Ist da, Sorata. Ja, läuft. Klappt alles wunderbar. Ja, mit Sky habe ich echt keine Probleme. Das passt. Casey, das zum Thema, der Kunde ist König. Ja, ist wirklich so. Wirklich so. Das ist eine Sache, das geht in Deutschland gar nicht klar. Je mehr Gigabit, desto mehr Probleme. Moinsen, Piratenrufus. Euch auch viel Glück auf jeden Fall, Leute. Ich habe heute schon gesagt, ich bin heute eher für den HSV. Liegt aber nur daran, dass ihr über uns steht, ja? Reine, hat nur was mit Konkurrenz zu tun. Liebe Grüße. Glück auf, 3-1 für uns. Jawohl, Marcel, nehme ich. Wie ist denn ein Upload bei Vodafone? Genug, wirklich genug. 100.000, glaube ich, offiziell. Aber ja, ich kann jetzt gerade mal eben Test machen, Speedtest. Dann könnt ihr. Könnt ihr das sehen? So, Speedtest durchführen. So, Downloadgeschwindigkeit. 65 Megabit die Sekunde. 63 Megabit die Sekunde. Und Upload. Ja gut, das ist jetzt natürlich dadurch getrübt, dass ich gerade am Stream bin. Aber da kommen echt nur 5 jetzt durch, oder was? 5 Megabit die Sekunde. Gebucht sind 100 einfach, ne? Gesagt, kann jetzt aber auch daran liegen, weil ich jetzt gerade parallel am Stream bin. Soll ich dich wieder deabonnieren? Ich wünsche Kesti, Andreas und vor allem Francesco mit den Kiddies und, den, und uns den Sieg. Nur der S04. Jawohl, G1904. Hast du mal alles komplett ausgemacht, wieder hochgefahren? Ja, ab und zu mache ich den PC auch aus. Ja, ist ja nicht der erste Tag jetzt mit den Problemen, ne? Ist ja echt nicht der erste Tag. Warte mal, wo sind wir hier? Ah ja. Ich meine Router und so weiter. Ja, auch. Ja, auch. Planst du bald mal wieder ins Stadion zu gehen? Ich möchte bald wohl wieder ins Stadion, ja. Genau, aber richtig geplant ist es jetzt nicht. Ich werde gucken. Das ergibt sich immer. Cassie reicht ja im Moment. Okay, sehr gut. Wir empfangen von dir noch bewegte Bilder. So diese. Schön ordentlich Ruckler. Perfekt. Dein Upload ist wirklich top. Die Quali ist super. War gerade nur ein kurzer Ruckler. Wollte hier nichts lostreten. Okay, gut. Gut, Juti. Du
Dritter Sieg in Folge, das backe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren sollte. Dreimal hintereinander gewinnen, so, das ist man einfach nicht mehr gewohnt. Falls es kommt, ne? Falls es so passieren sollte. Wir werden es sehen. So, ich kann euch mal hier vielleicht noch mal ein paar Infos mit an die Hand geben. Wir haben... Oh, ich schwöre, das gefällt mir jetzt hier wieder mit der anderen Kamera auch, ne? Zack. So, dann lass mal kicken. Was haben wir denn hier? Eine schöne Graphic hier habe ich für euch. Und zwar, der KFC steht aktuell auf Rang 8. Wir wiederum auf Rang 7. Und da könnt ihr das auch mal sehen. Der KFC bekommt wenig Tore. Also wenig Gegentore. Nur 5 bislang. Ich hoffe, dass wir das heute aufschrauben können, auf jeden Fall. Und die haben auch schon 3-mal in dieser Saison zu 0 gespielt. Erster Linie seht ihr auch schon, es waren 2-mal 0-0. Einmal gegen Sandhausen und einmal gegen Werder Bremen. Chapeau auf jeden Fall. Und das... da gab es dann auch nochmal einen 3-0-Sieg gegen Darmstadt. Das erste Spiel übrigens haben sie auch gewonnen. Das war gegen Hansa Rostock. Und ja, hier könnt ihr auch sehen, wer hier die Tore schießt. Philipp Hofmann ist dafür zuständig. Beim Spiel gegen Darmstadt hat er 2-mal getroffen. Jetzt gegen Kiel hat er auch 1-mal getroffen. Außerdem Kyungrok Choi. Der Mann ist eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler. Wird allerdings jetzt gerade auf dem Flügel eingesetzt. Die haben anscheinend auf dem Flügel haben die echt ein bisschen Probleme. Die wechseln da munter durch im Moment, die Spieler. Und jetzt beim letzten Mal haben sie es mit Kyungrok Choi haben sie es versucht. Und der hat auch direkt mal getroffen. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da heute wieder spielen wird. Aber ich weiß auch nicht, wie sie die Verletzten jetzt ersetzen. Ne? Die haben ja echt ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Hi, hast du dir 24 Stunden gestanden? Bitte antworte. Fede, was willst du von mir? Was willst du? Wir sind hier nicht in der Schule, ne? Aber was soll ich darunter verstehen? Hast du dir 24 Stunden gestanden? Ich habe gesessen. Vielleicht beantwortet das ja deine Frage. Dritter Sieg hintereinander hast du in deiner YouTube-Zeit auch nicht erlebt. Nee, Didi, das stimmt, ja. Das wäre auf jeden Fall ein ganz neues Gefühl hier auf dem Kanal. Mit allem anderen als einer Niederlage kann man ja leben. Ja, möchte schon einen Sieg sehen, bin ich ehrlich. Also unentschieden, in aller Ehre, klar, dann kommt es auch drauf an, wie wir gespielt haben, aber... Ja, ich finde, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Ein Trainingsspionage-Video wäre mal wieder schön. Ha, schön. Gucken. Kessi, toll, wenn man Abonnenten nicht grüßt. Eine Frechheit ist das? Nee, ist keine Frechheit, Heiko. Das ist keine Frechheit. Hilfe, also da darf ich dir mal wirklich widersprechen, Heiko. Wenn ich das schlicht und einfach nicht sehe, dann ist das keine Frechheit. Dann brauchst du auch sowas hier nicht reinzuschreiben. Musst du auch selber wissen. Also wenn du, ich kann nicht jeden grüßen, das ist einfach so. Ich möchte gerne jeden grüßen, definitiv. Jeden Einzelnen, aber... hätte ich jetzt tatsächlich aber auch erwartet, dass du da zum Beispiel für Verständnis hast, aber gut, dann anscheinend nicht. Wenn wir das Spiel gewinnen, stehen wir richtig gut da, vor allem, weil die nächsten zwei Gegner Aufsteiger aus der dritten Liga sind. Ja, ich habe schon gesagt, die nächsten vier Spiele
finde ich, also da müsste man eigentlich gute Chancen haben. Erst danach kommt Dynamo Dresden. Bei Dresden bin ich mir nicht sicher, wo es in diese Saison hingeht. Bei denen. Also die finde ich wirklich stark. Ich glaube, wenn die da richtig so weiterzocken wie bislang, die sind ja auch Aufsteiger, aber ich kann mir vorstellen, dass sie eine ganz gute Saison zocken werden. Heißt du Name schicken? Ich heiße nicht Name schicken. Nein. Es sollten auch mal andere treffen als Terodde. Jo. Wäre auf jeden Fall geil. Ja, wäre auf jeden Fall ganz geil. Ist so. Welches Mikro hast du da stehen? Ein Fifine USB-Mikrofon. Fifine. Fifine. Ja. Findest du bei Amazon, kostet 35 Euro oder so, circa. Heute gewinnen wir 8:0. Ich werde als Abonnent Auto beschimpft, wenn es tröstet, gehört dazu beim Botschafterprogramm. Also Hilfe. Also, dass ich dich alle grüßen kann. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen, wenn ihr wirklich nur hier in die Stream reinkommt, um gegrüßt werden zu wollen, ne? Ich kann das ja irgendwo verstehen und es gehört auch einfach damit dazu, nett und freundlich zu sein und ich will euch ja auch begrüßen. Faktisch ist es aber auch so, es ist ein Schalke-Kanal und ich versuche natürlich hier auch, ja, über Schalke zu sprechen und ja, das hilft ja nichts, wenn ich den Stream anmache und dann anderthalb Stunden euch alle begrüße und dann bin ich nachher wieder raus und dann fragt sich ja auch der Rest, hä, wofür ist der Typ jetzt eigentlich online gegangen? Kommt er nur zum Grüßen raus oder hat er auch inhaltlich irgendwas zu bieten? Also, keine Ahnung. Wenn man das eine Mal nicht gegrüßt wird, da kann man sich auch selber helfen. Da kann man nämlich vielleicht nochmal Hallo reinschreiben. Dann vielleicht sehe ich es dann und dann grüße ich. Also. Apple oder Samsung? Handy bin ich aktuell bei Apple. Ja. War aber jahrelang bei Samsung. Spricht überhaupt nichts gegen. Tor in der 10. Minute. Simon Terodde. Sehr schön. Ich werde ordentlich gegrüßt. Nee, Spaß. Ja. Klopfe ich so auf den Tisch, die Kamera verschiebt sich. Leute, was ist hier los? Macht mir nicht so viele Ansagen. Muss auch lieb sein. Hallo zusammen. Schönen Abend, schöne. Abend, schöne. Hallo. Terodde Hattrick heute. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Yep. Das ist mein Tipp heute, Leute. 3-1. Hallo, Kesti. Hallo, Didi. Wie geht es dir? Liebe Grüße in meine alte Heimat. Yep. Wäre cool, wenn er heute schon seinen Torrekord hat. Ja. Also, Terodde
Ich kann echt nur dreimal Danke sagen, dass dieser Mann sich dazu entschieden hat, bei Schalke zu spielen, ne? Wirklich. Und da gab es ja auch einige, die gesagt haben, boah, der Rodde, der ist schon so alt. Außerdem, wie kann man so einen vorhersehbaren Transfer machen? Ja, und wenn er das Tor trifft, hallo, wo ist das Problem? Zu welchem Verein ist Rangnick Ishak eigentlich gewechselt? Gar nicht gewechselt, Dominik. War kein, keiner wollte ihn haben. Wie groß sind Schalke Schulden eigentlich? Frane, die sind ungefähr bei, warte mal, der letzte Stand war 217 Millionen. Angeblich sollen es jetzt im Sommer nochmal mehr geworden sein. Also, aber das steht noch nicht. Steht noch nicht fest, oder gibt es auch keine offizielle Zahl. Da kann ich jetzt so spekulieren. Aber gehe davon aus, dass es noch mehr sind als 217. Du bist Schalker. Luis! Schalker. Danke dir für dein Abo. Sehr geil. Ein neuer. Warum habe ich dir eigentlich die falschen Kopfhörer auf? Perfekt. So, extra schnell abonniert, um gegrüßt zu werden. Perfekt, das läuft, Luis. Da bin ich sofort am Start. Glück auf, jawohl. Warum schießt Harry Tore? Weil er Fußballer ist, Lukas. Heute müssen wieder 3 Punkte her. So sieht's aus, Benjamin, so sieht's aus. Keiner wollte den besten Trainer aller Zeiten haben, was eine Frechheit. Wirklich, wirklich, oder? So, warte mal, ich könnte mal auf Sky umstellen, ne? Sky müsste jetzt eigentlich soweit sein. Und Demi sagt was. Glück auf. Hab schon oft zugesehen, machst es top weiter so. Ey, danke dir, Luis. Danke dir. Durch die 3.000 Euro Strafe sind die Schulden nicht weniger geworden. Ja, gut, gut. Aber die 3.000 Euro, und da sind wir uns einig, das ist für einen Fußballverein tatsächlich noch wenig. Aber auch Kleinvieh macht Mist. Ja, genau. Wer es nicht mitbekommen hat, Schalke musste tatsächlich 3.000 Euro Strafe bezahlen, weil zweimal 3 Becher aufs Spielfeld geflogen sind. Also, ja, darf sich jeder sein eigenes Bild zu machen. Ich finde sowas absolut wild, absolut verrückt. Wie kann man für einen Becherwurf 3.000 Euro? Also, das geht irgendwie nicht in meine Birne rein. Also, wenn man aktiv wirklich auf jemanden gezielt hat, ja, oder das irgendwie so als Angriff so, dann sage ich auch, okay, das ist irgendwie verrückt. Keine Ahnung, wenn man beispielsweise jetzt auf den Linienrichter oder so gezielt hat. Gab es ja übrigens auch mal vor 8 Jahren beim Spiel gegen St. Pauli, da ist der Linienrichter getroffen worden, aber mit voller Lotte, da war wirklich noch ordentlich Bier drin. So, dann finde ich das auch nicht witzig, so, dann finde ich das okay. Aber so, also das ist mir zu, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist mir zu doof. Du bist Schalker, asozialer Schalker. Danke dir für dein Abo, sehr, sehr du geil. Du bist Schalker. Ein Becher 1.000 Euro, nee, 500 Euro, sind zweimal 3 Becher geflogen. Ja. Seit wann wird das sanktioniert? Ja, keine Ahnung. Hat sich der DFB gerade mal spontan so entschlossen, das mal zu sanktionieren? Habe ich gedacht, ja, fangen wir jetzt mit an. Super. Und Schalke hat einfach auch akzeptiert, ne? Also Schalke hat die Strafe dann auch akzeptiert. Frag mich nicht, warum Schalke es einfach so akzeptiert. Ich finde, dann hätte man wenigstens noch erklären können, warum und wieso, und nicht einfach schreiben, ja, es sind 2x3 Becher aufs Spielfeld geflogen. Da kann man wenigstens noch sagen, jupp.
in die oder die Richtung. Und das war aus unserer Sicht war das gefährlich und deswegen haben wir die Strafe akzeptiert. Sowas zum Beispiel. Aber einfach so für einen Becherwurf, keine Ahnung. Das siehst du ja in jedem Spiel, dass ein Becher auf dem Platz landet, gefühlt. Auf Sky haben sie gerade gesagt, Schalke hat die Auflagen erfüllt, Punktabzug kein Thema mehr. Ja, wahrscheinlich ist es ja auch so, ne? Sonst würde Schalke 04 das nicht behaupten. Also die Schalke selber hat da ja auch schon drüber gesprochen. Die DFL hat es, glaube ich, noch nicht bestätigt. Und die muss es ja eigentlich nur noch durchnicken, ne? Genau. Warum werfen wir nicht direkt die 3.000 Euro? Ja, genau, Luis. Warum? I don't know. Moin, moin, Grüße aus dem Stadion, bin gespannt auf ein geiles Spiel. Mein Tipp ist ein 0-2 für den KSC. Jawohl. Sehr geil. So, mal kicken. Okay. Davon hätte man sich doch einen Max Meyer holen können. Max Meyer hat einen neuen Verein gefunden, ne? Ich glaube, bei Fenner ist er jetzt, ne? Fenerbahce. Hat allerdings schon auch einer von euch mir darüber berichtet. Egemen hat es mir gesagt, dass der da wohl auch nicht so erfolgreich jetzt gerade ist. Bei Fenerbahce scheint noch nicht bei alter Form wieder zu sein. Die Prozesskosten wären teurer als die Strafe, hätte sich nicht gelohnt. Naja, ja, aber hätte sich nicht gelohnt. Lohnt sich immer, wenn Unrecht geschieht, dann kann man das machen, finde ich. Oh Mann, wenn man nicht mal mehr Pappbecher werfen darf, lächerlicher DFB. Also ja. Wie gesagt, erklärt es mir einfach, ja, dann kann ich ja vielleicht Verständnis dafür haben. Aber wenn ich einfach nur lese, da landen zweimal drei Pappbecher zweimal drei Bierbecher auf dem Spielfeld, da packe ich mir halt an den Kopf. Na, da denke ich nur, ganz ehrlich, ihr lebt ja in einer komplett anderen Welt. Laut Sky hat die DFL es bestätigt, sagt Wolfgang. Okay. Okay. Krass. Kann man einen Becherwurf so ins Lächerliche ziehen? Das kann einen Menschen töten. Das zeige ich mir mal. Naja, das zeige ich mir nicht, aber. Ja. Guck dir mal die Situation an von vor 8, 9 Jahren als der Linienrichter. Und das ist schon eine ernste Sache. Also wenn da drauf gezielt wird auf jemanden, ich sage es ja auch genauso, wie ich es gesagt habe, wenn auf jemanden gezielt wird, so, dann geht das nicht klar. Ja, auch nicht, wenn es dann nachher wirklich 6 Becher gewesen sind, die wirklich auf ihn gezielt geworfen worden sind, auf die eine Person, so, dann sage ich auch, okay, ich verstehe es irgendwie. Aber so wie die Pressemitteilung rausgegeben worden ist, lagen einfach Becher auf dem Spielfeld. Ja. War doch nur Spaß, Kisti. Ja, ich habe es mir schon gedacht, ja. Aber ich, ganz sicher kann ich mir nie so sein. Ich kann ja nicht Ironie. Wir mussten vor circa 10 Jahren vor Gericht, weil wir gefilmt wurden, wo wir bei den BVB-Zecken Becher geworfen haben. Vor Gericht, wo das Video lief, mussten wir alle lachen. Aber 2 Jahre Stadionverbot, shit. Was? Ach du Scheiße. Max Meyer und Mesut Özil. 2 Gelsenkirchener bei Fener. Einer schlechter als der andere. Ah, Mesut hat ja getroffen im letzten Spiel, ne? Der hat ja getroffen. Dürfen wir dann wenigstens Bierflaschen werfen? Nein.
war eine, es war Ironie. Es war Ironie. Es war Ironie. Mein, guckt euch diesen Becherwurf mal an auf den Linienrichter von vor 8-9 Jahren. Gibt's bei YouTube, könnt ihr euch den angucken. So. Der wird halt im Nacken getroffen. Ja, das war's dann aber auch schon, ne? Ist keine nette Sache. Also ich möchte auch nicht mit dem Bierbecher abgeworfen werden. Also wenn ihr mich mal im Stadion trefft, ja, und ihr werft mich mit dem Bierbecher ab, ich bin sauer. Ich verabscheue eure Becherwürfe nicht aufgrund der Gefahr, sondern aufgrund des fehlenden Respekts des enthaltenen Virus gegenüber. So sieht's aus, MK. Genau die richtige Einstellung. Wo ich 1999 im Parkstadion war, ist alles geflogen. Batterien, Golfbälle, Flaschen, Feuerzeuge und so weiter. Da könnte man eine Strafe aussprechen, aber bei Plastikfächern? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, geh. Was ist kaputt? Mahlzeit Flo, hi. Wir sprechen über die 3000 Euro, die gezahlt worden sind von Schalke, weil 6 Bierbecher auf dem Spielfeld gelandet sind. Man darf mal an Oli Kahn in Freiburg an die Golfbälle erinnern. Das ist natürlich dann wieder krank, ne? Also wenn ein Golfball auf einen Mensch wirft, so, also ein Golfball, das tut weh. Das tut wirklich weh. Das stelle ich nie in die NK, wenn ich die sehe, schmeiße ich extra. Ich krieg dich. Ich kann mich an das Spiel erinnern, das Spiel wurde ich, glaube ich, sogar abgebrochen, meine ich, auch wenn es, glaube ich, schon Endphase war. Komplett bundesweites Stadionverbot hast du bekommen. Aber ich durfte dann die Rollifahrer vor und nach dem Spiel ins Stadion schieben und dann durfte ich wieder in unsere Kurve zurück. Ach, das ist ja wild. ist der Rolle, yo, genau. Grüße aus dem Osten Deutschlands. Ich tippe auch 3-1. Jawohl, Sebastian, moin. So. Bin ich der Einzige, der Tedesco zurück will? Wie ist bei euch die Stimmung dazu? Ich weiß, also wenn Tedesco nochmal wieder zurückkommen sollte, dann würde ich mich freuen, ja. Aber ich freue mich auch, dass Gramotzes da ist und ich freue mich speziell darüber, dass er jetzt auch so langsam Erfolg hat mit dem Verein. Ich traue Gramotzes zu, wirklich ein guter Trainer zu sein. Golfball ist kriminell, aber Plastikbecher harmlos. Golfball ist wirklich kriminell, ne? Die Dinger, die tun weh. Stimmt, da war doch mal was. Oli Kahn hat ja in Freiburg nicht nur die Fußbälle gefangen, sondern auch die Golfbälle. Und das sogar mit dem Kopf. Ja, genau, genau. Moin und Glück auf, wie ist denn die Aufstellung? Moin, Andi. Die Aufstellung, das, was wir alle erwartet haben. Warte mal. Zip. So.
So, da ist er nochmal. Da siehst du sie nochmal. Also die einzige Änderung ist, dass Dominik Drexler am Start ist für Flo Flick. Der ist wieder fit. Der hatte ja Knieprobleme und deswegen ist er jetzt auf jeden Fall wieder am Start. Ich würde im Strahl kotzen, wenn Tedesco zurückkäme. Sorry für die Ausdrucksweise. Echt? Alle, die jetzt lachen, sollten froh sein, dass sie nur ihren Becher an den Kopf gekriegt haben. Jeder im Stadion hat das Recht, unversehrt herauszukommen. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, das wird nicht das Problem sein, dass es besonders wehtut. Wenn du so einen richtigen Hartschalenbecher hast, dann kann das wehtun. Was aber trotzdem scheiße ist, wenn man komplett nass wird im Stadion. Ja, ich feiere das auch nicht. In manchen Situationen, keine Ahnung, kann man mit Sicherheit auch mitlachen, wenn man, oder ja, manchmal ist es auch funny, aber in manchen Situationen ist es auch scheiße, wenn man das Bier abbekommt. Das ist für mich eher noch ein Faktor zu sagen, okay, unangenehm. Aber ja, kommt auch aufs Wetter einfach drauf an, ne? Wenn es richtig heiß ist, eine schöne Bierdusche geht auch. Und wie gesagt, da ist aber auch dann die Frage, wo du bist, finde ich. Ja, ich glaube, wenn ich auf der Haupttribüne irgendwie sitzen würde, keine Ahnung, oder auf den VIP-Plätzen, da würde ich dann nicht unbedingt mit rechnen. Aber wenn du in der Nordkurve bist, da fliegen die Bierbecher, ne? Das ist einfach so. Kannst ja schlecht vorher allen anderen Bescheid sagen. Stellst dich erstmal in eine Nordkurve, stellst dich erstmal jedem vor und sagst, ey Leute, aber bitte werft heute keinen Becher. Ich bin heute da. Gibt doch nichts Schöneres als eine ordentliche Bierdusche im Stadion. Ja, wie gesagt, kommt auch ein bisschen aufs Wetter drauf an. Und auf die Situation. Ja, es gibt auch Bierduschen, die man nicht freiwillig haben möchte. Casey, mein Freund, wie geht's dir? Gut, Günner, moin. Warte mal, da war gerade noch jemand, den ich jetzt überlesen habe. Dup, 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 dup. Stefan, moin. Mein Tipp ist 3-1. Schön, dass du hier bist. Neben dem Gästeblock ist immer schön, müsst ihr eigentlich immer einen Regenschirm griffbereit haben. Das stimmt, ja. Bin schon zigmal nass geworden durch geworfene Bierbecher im Stadion, meistens aus dem eigenen Block. Unangenehm, aber harmlos. Ja, genau. Glück auf aus Schwaben. Rainer, moin. Liebe Grüße zurück, auch von Rainer. Und zwar aus dem Münsterland. Hey, 5 Minuten noch. Muss mich mal eben um meinen Stream kümmern. Was? Was streamst du denn? ...25.000 in der Arena. Yo. So, Schalke heute wieder mit Dreierkette. Mit Itakura, mit Kaminski und Ciao. Laut Sky soll Kaminski in der Mitte stehen. Das glaube ich aber nicht. Ich denke, Itakura wird den zentralen Innenverteidiger machen. Genau. Paulson wieder als einziger Sechser, Salazar und Drexler als Achter und Terodde und Bülter natürlich im Sturm. So, heute spielt Tiede und Kaufmann für Gondorf und für Jung. Die beiden sind ja verletzt. Somit stehen Lorenz, Hofmann, Kaufmann, Wanicek, Choi, Breithaupt, Heise, Kobalt, Bormuth, Tiede und Gersbeck heute auf dem Platz. So, ich bin sehr, sehr gespannt auf Philipp Hofmann. Hauptsache, der haut uns nicht hier das eine oder andere Tor rein.
Wehe, kann ich ja nur sagen. Wehe. Sky überträgt. Ja, genau, nur Sky. Thiele spielt. Thiele. Thiele ist aber auch im Stadion, ja. Wie stehst du zum Direktaufstieg in die erste Liga? Würde ich nehmen, Andi. Würde ich nehmen. Ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, aber ich bin noch verhalten pessimistisch, was es angeht. Ja. Obwohl eigentlich gibt es nicht mehr so viele Gründe für mich, pessimistisch zu sein. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wenn wir heute gewinnen, ich glaube, dann sind wir schon mal ein Stück wieder weiter. Wann geht's denn los? 18:30 geht's los. So, Vanicek wird anstoßen. Herr KSC so mit am Ball. Drexler betet noch einmal. Karlsruhe heute in gelb-roten Trikots. Sehen ganz gut aus eigentlich, ne? Bisschen ungewöhnlich, aber eigentlich sehen die ganz gut aus, finde ich. Und es geht los! Es geht los! Schalke 04 von links nach rechts und kommt jetzt sofort mal an den Ball. Itakura mit dem Kopfball. Itakura, wie schon eben besprochen, Itakura heute in der Mitte in der Innenverteidigung. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für Karlsruhe. Aber ein Spieler auf der linken Seite an der Ecke spielt den Ball in die Mitte und Malik Ciao klärt zur Ecke. Extra Motivation, um für uns um die wegzuklatschen, weil die gelbe Trikots tragen. Auch nicht schlecht. So, jetzt kommt die Ecke. Ecke kommt rein und Schussmöglichkeit! Und der ist schon drin! Das gibt es doch nicht! Fährmann hat den Ball da nicht unter Kontrolle kriegen können. Und das Ding ist drin. Es war Choi. Steht am zweiten Pfosten. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Sofort das Gegentor. Da kommt der Ball rein. Choi aus der zweiten Reihe. Und Fährmann hält den Ball nicht fest. Pralle, was los, ey. Oh, das tut weh, ey. Das tut weh zu sehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also ganz ehrlich, der Choi, der steht da sowas von frei. Echt peinliches Gegentor. Wirklich peinlich. Den muss Ralle haben. Ja, ist so. Ist so. Scheiße. Kaminski spielt jetzt zu Ko Itakura. Ja, natürlich denkbar scheiß Start. Cholinov. An Vanicek vorbei. Spielt jetzt erstmal zu Kaminski. Kaminski auf die linke Seite. Das ist Thomas Orian. Der trottet langsam nach vorne. Da ist Kaminski wieder. Drexler setzt sich da sehr gut durch, sehr schön. Das ist Bülter, schießt aus der zweiten Reihe, aber direkt in seinen Gegenspieler. Und jetzt kommt die Karlsruher. Nein. Ein paar wilde Zweikämpfe. Jetzt kommen die Karlsruher. Über die linke Seite. Boah, da wäre er fast durch gewesen. Lorenz fast durch, wenn Malik Ciao da nicht noch zwischengekommen wäre. Sehr gut, Malik Ciao.
Jetzt Thomas Ovejan. Über die linke Seite, das macht es Bülter. Bülter legt nochmal zurück auf Ovejan. Sehr schön. Der bleibt allerdings am Gegenspieler hängen. Und jetzt Schalke wieder am Ball. Malik Ciao. Chulinov. Malik Ciao muss den Rückwärtsgang einlegen und wieder zurückspielen zu Koi Takura. Fährmann. Fährmann. Oh, Fährmann kommt. Alter. Fährmann wird sofort gepresst von Hofmann und Fährmann schießt ihn einfach an und der Ball geht ins Aus. Chulinov. Ciao. Oh, direkter Fehlpass. Lorenz, jetzt wird der Ball in die Mitte. Das war Itakura. So, jetzt, komm. Kontermöglichkeit. Über Drexler. Drexler spielt den Ball links raus. Auf Thomas Ovejan. Thomas Ovejan bringt den Ball in die Mitte mit einer Flanke. Ah, etwas zu lang für Simon Terodde. Da ist Gersbeck. Tag, Luke, moin. Wo ist dein Co-Moderator? Der ist im Stadion. Chulinov. Chulinov spielt zu Ciao. Boah, wilde Zweikämpfe. Guck mal, die sind so gallig, die Karlsruhe. Die gehen sofort drauf. Also das Offensivpressing von denen funktioniert richtig, richtig gut. Jetzt aber Marius Bülter. Marius Bülter setzt sich da gut durch. Oh, marschiert einfach. Marschiert sehr stark. Jetzt auf Chulinov, auf die rechte Seite. Chulinov bringt eine Flanke. Ah, da ist Terodde, aber der Gegenspieler kommt da an den Ball. Jetzt gibt's den einen oder anderen Kopfball der Karlsruhe. Und sie klären den Ball jetzt erstmal. Da ist Ciao. Salazar. Itakura. Und Kaminski. Schalke spielt erstmal wieder hinten rum. Wer ist überhaupt Referee? Boah, warte. Ich schau nach. Ah, komme ich jetzt nicht drauf. Muss ich erst weitermachen. Malik Ciao spielt den Ball zurück zu Ralf Fährmann. Ralf Fährmann mit einem Abschlag. Was macht er da? Das war Terodde, glaube ich, der sich da jetzt hingelegt hat. Die Karlsruhe. Lorenz bringt den Ball in die Mitte. Das ist Koi Takura. Also die kommen so einfach nach vorne gerade. Wir legen hier los wie die Feuerwehr. Der KSC. Jetzt wieder Lorenz über die linke Seite. Heise mit dem Ball in die Mitte, Koi Takura köpft ihn raus und Terodde wird gefoult. Ciao Itakura Kaminski. Guck mal, sofort gehen die drauf. Die gehen sofort drauf. Du siehst auch richtig, wie offensiv die eingestellt sind. Die drei Stürmer stehen auch wirklich vorne und pressen sofort. So, jetzt Seitenwechsel auf die rechte Seite. Da ist... Oh, der war doch... Hallo, der war Hand! Schiri! Junge, pfeif das doch! Der nimmt der Torwart den Ball in die Hand außerhalb des Strafraums. Ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher. Wir sehen es gleich nochmal in der Wiederholung. Jetzt sehen wir es nochmal. Hier.
Ich kann es nicht zu 100%ig sagen, ob der zu 100% drüber war. Aber ganz ehrlich, Schiri, pfeif doch einfach mal. Und die Möglichkeit jetzt nochmal für den KSC. Oh, der tankt sich da durch. Meine Güte, Hoffmann. Im Zweikampf mit Itakura. Itakura keine Chance. Und der Ball geht jetzt ins Aus. Schiedsrichter Christoph Günsch. Okay, danke. Boah, gibt Ecke. Ach du Scheiße, was machen die Schalker da? Wieder so ein behinderter, Entschuldigung, so ein schwacher Ballverlust. Der Ball geht jetzt ins Aus. Puh, Schalke lässt sich gerade nur hinten reindrücken, ne? Hilfe, Hilfe. Hey, wer ist denn das blaue Team da auf dem Platz? Ja, so noch gerade nicht wiederzuerkennen, das stimmt. So, jetzt gibt es einen Freistoß für den KSC. Oh, super in die Mitte gespielt. Ich kann es so sagen, ey, was machen die da? Boah, Fährmann mit einer Rettungstat. Leck mich fett. Jetzt liegt Chulinov da. Sind mit den Köpfen zusammengestoßen. Was ist das für ein Spiel? So, da nochmal der Freistoß. Flach ausgeführt. Müsste eigentlich Abseits gewesen sein. In die Mitte gespielt. Ko Itakura kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Und er kommt unter Umwegen. Kommt dann nochmal zu Fährmann. Und da, oh, da läuft Chulinov einfach gegen die Schulter seines Gegners. Von Lorenz. Da kannst du ihm. Kannst du nichts zu sagen. Wieso sind die denn so nervös? Ja, fragt dann mal die Mannschaft, ey. Keine Ahnung. Einer muss es ja sagen, Junge, 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 ja. Puh. Ey, das ist richtig schwach gerade. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Itakura checkt da von hinten seinen Gegenspieler um. Es gibt wieder Freistoß auf Höhe der Mittellinie für den KSC. Kurz ausgeführt. Und ey, die sind heiß wie Frittenfett. Vanicek. Vanicek. Spielt den Ball zurück. Wer war das? Drexler. Sehr schön. Einwurf für Schalke. Malik Ciao. Chulinov. Ja, jetzt hört auf, schön zu spielen. Chulinov, Junge. So, Salazar. Salazar marschiert jetzt auf, rüber auf die linke Seite. Findet Thomas Auvian. Thomas Auvian mit einem flachen Ball. Ah, Terodde kommt nicht ganz dran. Kriegt keinen Druck hinter den Ball. Ah, war auch abseits. Du bist Schalker. Asozialer Schalker. Danke fürs Abo. Puh. Eieieiei. Jetzt kommt wieder der KSC. Langer Ball nach vorne. Da jetzt auf die rechte Seite. Es dürfte Kaufmann sein. Kaminski klärt und jetzt gibt es die Möglichkeit nochmal für Schalke 04. Auvian. Hey, jetzt spielen sie wieder hinten rum. Kaminski, Drexler, Itakura. Und ciao. Die stehen so dicht, die stehen so hoch, der KSC.
Also hat Schalke im Moment kein Mittel gegen. Das ist gefühlt die Innenverteidigung schon komplett gedeckt. Salazar, setz dich gut durch. Jetzt über die rechte Seite. Bring den Ball in die Mitte. Schade. Das war nix. Aber das war mal eine gute Aktion von Salazar. Oh Mann, so schlecht, ob das was wird. Wir haben so Momente jetzt gerade in dem Spiel, wo wir individuell einfach gut sind. Ja, ein Salazar oder ein Auvejan jetzt über die linke Seite. Marius Bülter marschiert ab und zu gut hindurch. Also es kann sein, dass trotz des ganzen Aufwandes, die der KSC jetzt hier macht, und die stehen wirklich extrem gut, ja. Die stehen unheimlich kompakt, die stehen sofort direkt an den Männern dran. Die machen da gerade eine astreine Teamleistung, der KSC. Aber du merkst zwischendurch, dass Schalke auch gefährlich werden kann. Jetzt zum Beispiel über Chulinov. Ah, kriegt den Ball an den Rücken. Ist aber immer noch am Ball. Jetzt! Ja! So! So wollte ich es erklären! Simon der Rotte! Ja! Bumm! Da ist er da! Jawohl! Ja! Terodde macht das Dingen. Malik Ciao, richtig schöner Ball auf Chulinov. Chulinov kriegt erst sich unter Kontrolle, dann fällt sein Gegenspieler, also Glück gehabt, bringt den Ball dann in die Mitte, auch komplett durchgestochert irgendwie. Aber Terodde knallt das Ding einfach ins Tor. Er steht wieder richtig. Er steht immer richtig. Er ist so gut. Unglaublich. Das wollte ich gerade erzählen. Wir haben zwischendurch gute Einzelleistungen drin. Und anhand dessen, der KSC ist relativ offen hinten. Deswegen, aber dennoch, wie gesagt, beide Mannschaften reißen hier gerade ein richtig geiles Spiel ab. Jetzt kommt wieder der KSC. Spiel wird weitergelaufen, da liegt ein Schalker. Muss da jetzt erstmal ins Ausgespielt werden? Ja. Wer liegt da? Dominik Drexler. Karlsruhe ab, macht Tore-Fans. Hey, Grey Minotaure. Danke dir für deine Kanalmitgliedschaft. Sehr, sehr geil. Hammer, danke dir. Wichtig und richtig. Die Mannschaft macht wieder richtig Spaß. Ja. Komm, weiter geht's. Let's go. Einwurf für den KSC. Paulson köpft das Ding erstmal zu Terodde rüber. Das ist Salazar. Salazar sehr gut rübergespielt zu Drexler. Sieht den Mann von hinten nicht anrauschen, läuft dann zu langsam und lässt sich den Ball abnehmen. Aber es gibt dennoch Einwurf für Schalke. Thomas Aurian. Jetzt nochmal. Thomas Aurian. Kann er die Flanke nochmal setzen? Da ist Salazar. Kaminski. Oh, ganz blöder Ballverlust. Jetzt gibt es den Konter. Über die linke Seite, das ist Lorenz. Lorenz nimmt jetzt Heise mit. Heise bringt den Ball in die Mitte, da ist aber Paulson klärt. Nochmal Lorenz. Lässt den Ball erstmal ins Auslaufen und wird jetzt einwerfen.
Drexler mit einem schlechten Ballverlust hier jetzt Karlsruher SC. Langer Ball in die Mitte, aber der ist zu lang. Da kommt Choi nicht dran. Paul, hi. Torrodde, ja, ey, der Kommentator hat gerade nochmal gesagt, wir haben jetzt 11 Tore diese Saison, an 10 ist Simon Terodde beteiligt. An 10 Toren von 11. Zieht euch das rein. Oh, ciao, mit einem super Ball jetzt auf Thomas Auvejan. Thomas Auvejan marschiert über den halben Platz. Bringt jetzt die Flanke. Bülter lässt durch. Terodde kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Schade. Möge er gesund bleiben, ja. Möge er gesund bleiben, Leute. Wer außer Terodde hat bei Schalke eigentlich noch getroffen? Bülter hat auch das eine oder andere Mal getroffen. So, jetzt kommen wieder Karlsruhe. Über die rechte Seite. Choi mit dem Ball in die Mitte, aber den klärt Itakura jetzt ins Aus. Schalke mittlerweile stabiler hinten, aber wie gesagt, Karlsruhe kommt echt noch häufig nach vorne. Simon Terodde, die Torversicherung. Der sollte Nowitzki als Diva-Botschafter ablösen. Ah. Oh, Choi liegt da jetzt am... Nee. Wer liegt da? Kaufmann liegt da. Warum? Weiß auch nur er, glaube ich. Also da war gar nichts. Kaminski hat ihn da nicht mal... Das 1:0, ne? Das ist so ärgerlich. Oh, Kaufmann muss jetzt tatsächlich raus. Scheint er sich irgendwie, aber das muss ja ohne Fremdeinwirkung passiert sein. Also das gegen Kaminski, das war gar nichts. Ohne Fremdeinwirkung, ne, ist klar. Paulson zu Ciao. Ciao, jetzt auf die rechte Seite, das ist Cholinov. Cholinov. Entweder Paulson mit, Cholinov. Erstmal wieder zurück. Da ist Ko Itakura. Itakura. Cholinov. Carsten, liebe Grüße zurück. Oh, jetzt schöner Ball auf Cholinov. Cholinov jetzt an der Strafraumkante. Dribbelt sich da durch, schießt selber. Oh. Rutscht ihm etwas weg, der Ball, und der hätte sogar noch eine gefährliche Flanke werden können, aber war dann doch etwas zu hoch. Ich glaube, Bülter ist drunter hier gesprungen, unter diese, ja, nennen wir es Flanke. Gut, der Rupert Jagger, gut geht's. Also bei so einem Spiel, ich habe gerade richtig Bock. Also dieses Spiel macht mir richtig, richtig Spaß. Ja. Der KSC hat in den ersten 10 Minuten haben die losgelegt wie die Feuerwehr, aber Schalke hat sich tatsächlich nicht beeindruckt davon gezeigt jetzt nachher. Zumindest Terodde nicht. Wild. Fährmann. Kaminski. Wir sind Schalke. Ah, soziale Schalker. Komplettes Stadion
singt. Auweia. Bringt den Ball jetzt nach vorne. Bülter. Bülter. Er ist wieder zurück. Und der Ball geht jetzt aus. Gibt Einwurf. Richtig gutes Spiel, ja. Momentan sind wir auf Platz 5. Sehr schön. Hallo Cassie, 0-1 ärgerlich, habe sehr gute Reaktionen gezeigt. Wir werden das Spiel gewinnen. Ich glaube auch, Egemann, dass wir das gewinnen werden hier. Schalke hat sich wirklich unbeeindruckt gezeigt. Und der KSC, wie gesagt, die haben eine astreine Leistung gerade hingelegt. Ne? Auch jetzt, nach wie vor. Guck mal, die stehen so gut gestaffelt. Allerdings auch ein bisschen offensiv. Deswegen hat Schalke immer noch die Möglichkeit, auch wieder da dazwischen zu pressen. Und du merkst, dass die Schalker Spieler wirklich Selbstbewusstsein haben. Und jetzt ist Juli noch. Juli, oh, schade, ey. Will den Ball durchstecken und dann kommt gerade noch so einer mit dem Fuß dazwischen. Und jetzt gibt es erstmal eine gelbe Karte. Vanizek hat sich da jetzt die gelbe Karte abgeholt nach Foul an Rodrigo Salazar. Trifft auch den Ball. Ja, kann man machen, die gelbe. Hab gerade jetzt eingestellt, Fährmann hat beim Gegentor gepatzt. Ja, absolut, ja. Leider. Schöne Grüße, Jerome. Warum hat Wolfram denn wieder hier? Haben wir den nicht schon mal geblockt? Also nicht wundern, man darf hier auch reinschreiben, dass der Moderator ein komisches T-Shirt drin hat. Man darf auch ein bisschen trollen, aber Wolfram ist auf jeden Fall schon öfter hier gewesen. Ich dachte, der wäre auch auf der Dingsliste. Auf der gesperrten Liste. Wolfram macht aber neue Accounts. Ah, okay. Ja. Cooler Typ. Jetzt kommt der KSC. Vanizek bringt den Ball zu Lorenz. Lorenz mit der Flanke. Ciao ist da sehr gut dazwischen. Nochmal Lorenz mit der Flanke. Da müssen wir aufpassen. Ne? Auvejan im Kopfballduell. Das hat er gut gemacht gegen Kaufmann. Ha, ciao, sehr schön. Oh, jetzt wieder der KSC, Churlinov, trifft da viel Gegner und kriegt jetzt die gelbe Karte. So, jetzt nochmal die Situation, da ist Lorenz und Churlinov. Oh ja, der trifft nur Bein. Ja. Kommentator meint, das wäre zu hart. Weiß ich nicht. Er trifft ja wirklich nur die Beine, ne? Das gleiche gilt aber auch fürs andere, für die andere gelbe Karte. Warte, ich war auch zurecht. Deine und meine Definition von cooler Typ weichen stark ab.
Es gibt jetzt einen Freistoß. Das ist allerdings eine sehr gute Position. Ball kommt rein auf den zweiten Pfosten. Ah, Terodde macht den Verteidiger. Und der Ball geht ins Aus. Einwurf für Schalke 04. Beide gelben Karten waren so viel. Findest du, Sebastian? Okay. Du auch, Egemann? Okay, gut. Ich fand's jetzt okay, ehrlich gesagt. Foul sowieso. Ja, foul sowieso. Also wie gesagt, Tschulinov hat auch wirklich nur ihn getroffen. Das war so. So, Itakura. Tschulinov. Tschulinov erstmal an Lorenz vorbei, muss jetzt wieder zurücksetzen und Ko Itakura. Malek, ciao. Auf die rechte Seite, das ist Rodrigo Salazar. Der spielt den Ball direkt zum Gegner und jetzt gibt es die Möglichkeit. Jetzt kommt der KSC wieder. Lorenz. Heise. Kobalt spielt jetzt erstmal zu Bormuth. Und Bormuth mit einem langen Ball nach vorne. Der ist aber zu weit für Kaufmann. Ist auf jeden Fall sehr viel ruhiger geworden jetzt das Spiel. Der Schiedsrichter bei Nürnberg-Rostock ist einfach mal erst 25 Jahre alt. Ach, wild. Oh, jetzt hat Terodde da gefoult. Bormuth nimmt jetzt seine Maske ab. Also Bormuth hatte vorher einen Nasenbeinbruch. Terodde sagt, da ist auf jeden Fall nichts gewesen. Der ist sich keiner Schuld bewusst. Sah auch nicht danach aus, dass er das getroffen hat, ehrlich gesagt, auf den Bildern. Aber Bormuth sitzt da jetzt erstmal. Scheint auf jeden Fall am Bluten zu sein. Die Nase wird jetzt behandelt. Moin Kessi, ich grüße mich aus meinem Büro auf. Warte kurz. Ich weiß nicht. Also es entweder. Ich glaube, das ist der Ball gewesen, den er auf die Maske gekriegt hat. Er scheint ja noch sehr frisch gewesen zu sein, den Nasenbeinbruch. Also man kann es nicht so wirklich erkennen, ob er da tatsächlich mit der Schulter auch noch im Gesicht war oder nicht. Jedenfalls wird der KSC jetzt erstmal ausführen, führt auch aus. Da ist Lorenz. Lorenz. Abgeblockt. Tschulinov und Salazar blocken ab und jetzt Fährmann mit dem Abstoß. Es geht weiter. Gar nichts war das. Nee, also faul war das sowieso nicht. Nein, nein. Nee. Ich habe nur den Kontakt gesucht, ehrlich gesagt. Also Kontakt hast du auch gesehen, aber den Kontakt im Gesicht, den habe ich gesucht die ganze Zeit. Einen Ball hat er ins Gesicht bekommen. Das hat man gesehen. Vielleicht war es wirklich der Ball. Karl, moin. Kaminski.
Kaminski macht es etwas langsam. So, Thomas Aurian. Wieder zurück zu Kaminski. Und Itakura zu Salazar. Salazar, da ist Bülter. Salazar wieder. Ah, die stehen jetzt sehr kompakt, die Karlsruher. Oh, Salazar. Gersbeck war gerade zu weit aus dem Tor. Salazar wollte im Moment, glaube ich, schießen, konnte dann aber nicht schießen, ist abgeblockt worden. Jetzt wird erstmal offensiv faul gepfiffen. Ja, weil Salazar direkt in Hofmann reinrennt. Und Bormuth ist wieder da. Ach, hat er sich was am Auge verletzt? Au. Der scheint irgendwie jetzt ein Tuch unterm Augenlid zu haben. Wild. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh! Was war das denn? Chance aus dem Nix für Terodde. Aber nicht gefährlich. Gersbeck war sofort da. Einwurf. Alex, wie alt bist du eigentlich? 10? Freisel spielt heute für die U23. Oh, echt? Danke dir für die Info. Nee, 9 oder was? Salazar verliert da den Ball. Und jetzt gibt's die Möglichkeit nochmal. Kaufmann bringt den Ball in die Mitte. Ciao, Star. Einwurf. Einwurf für Karlsruhe. Wie spielt Schalke bis jetzt? In den ersten 10 Minuten ist Schalke fast überrannt worden vom KSC. Und dann, seitdem ist es ausgeglichen. Nachdem wir den Gegentreffer, nachdem wir selber das Tor geschossen haben, seitdem ist es ausgeglichen. Was willst du gerade aussagen, Kesti? Was denn? Oh, Ecke ausgeführt. KSC bekommt nochmal eine Ecke. Das mit dem Alter verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach. Oh, Riesenmöglichkeit. Boah. Fährmann ist da, das dürfte zum Schluss. Was willst du jetzt? Warum pfeifst du da jetzt bitte einen Freistoß? Warum kommt da jetzt ein Freistoß? Hofmann mit einer riesen Gelegenheit gerade. Ball kommt rein, ist doch abgefälscht und Fährmann mit einer riesen Parade und dann jetzt nochmal das Foul zum Freistoß. Warum fällt der da? Warum fällt der da, der Bormuth? Hilfe, ey, das war ja nur... Es kann nicht wahr sein, wenn daraus jetzt Tor fällt. Ne? Jetzt gibt's die Möglichkeit. Der Ball geht ins Aus, Gott sei Dank.
Swash das mit dem Alter. Ich versuche gerade nur Alex zu erziehen. Lass mich. Hör mal, ist es erlaubt, im Stadion live zu streamen? Kommt drauf an, wenn du nur dich selber filmst, dann kann ich mir das vorstellen, dass es erlaubt ist. Das Spiel selber zu streamen, nicht, nein. Das ist verboten. Bei Sky kommt das Spiel. Cholinov. Braucht nicht erzogen zu werden? Ja, okay, Alex. Bist du eigentlich noch gesperrt bei Thiele oder? Bei Francesco, bist du da noch Mod? Asozialer Schalker. Itakura. Kaminski. So, jetzt nochmal. So, jetzt nochmal vor Ende der ersten Halbzeit nochmal Gas geben. Jetzt. Über die linke Seite Drexler, Aubameyang. Kommt nicht ganz an der Ball. Cholinov lauert da hinten und kriegt den Ball dann nicht. Jetzt der KSC wieder im Ballbesitz. Kaufmann, oh, steckt den Ball durch. Jetzt gibt's die Flanke. Hofmann Köpf daneben. So, Swash, du hast verstanden, ne? Warum und wieso? Mehr oder weniger, sehr gut. Reicht mir schon. Ich weiß, du hast ja auch deine Defizite bei solchen Themen. Jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit. Doch nicht. Der Ball geht ins Aus. Bülter und Terodde waren gerade dabei, eine gute Chance zu kreieren, aber das war nichts. Jetzt gibt es erstmal Einwurf für Schalke 04. Salazar. Frechheit, kann man sagen. Ah, perfekt. Ich habe das Gefühl, der Schiri versucht bewusst vom Publikum beeinflussen zu lassen und pfeift daher tendenziell pro KSC. Also er hat jetzt pro KSC meiner Meinung nach auch gepfiffen, ja. Aber warum und wieso, das weiß natürlich nur er, ne? Kessi, ich erlaube dir, wenn ich mal zu frech sein sollte, dass du mich noch erziehen darfst, aber nicht übers Knie legen. Gut, perfekt. Ich mache sowieso, was ich will. Cholinov verliert jetzt den Ball und jetzt kommt Lorenz.
Lorenz mit der Flanke in die Mitte und da kommt keiner dran. Einwurf für Schalke 04. Itakura und Hofmann haben es versucht, aber der war zu ungenau. Wie sage ich deine Meinung dazu, dass einige Ex-Angestellte Mustafi Wagner in letzter Zeit ständig wegen ihrer Zeit auf Schalke gestichelt haben? Hast du es mitbekommen? Null Selbstreflexion? Ich weiß nicht, wenn ihr die Aussagen mal so durchgelesen habt, ich fand das gar nicht mal so, also ich fand das nicht mal, ich habe da nicht mal einen Stichel draus lesen können. Also ich weiß, einige Zeitungen haben da direkt geschrieben, ja, Mustafi stichelt oder Wagner stichelt. Was hat das mit Sticheln zu tun? So, weiß ich nicht. Er hat mir nur gesagt, dass er einen Verein haben wollte, bei dem er gebraucht wird. Oh, jetzt gibt's die Möglichkeit. Oh. Ey, wenn der Choi da zum Schuss kommt. Ist aber nicht. Also, weiß ich nicht, ich habe die Aussagen, ich fand die gar nicht so schlimm, die beiden gemacht haben. Ich lese das irgendwie immer anders. Natürlich möchte er noch einen Verein haben, bei dem er gut aufgehoben ist. Und dass es bei Schalke schlecht gelaufen ist, so, ja, war ja auch so, ne? Aber hat er ja nicht mit einem Wort gesagt. Er hat nur gesagt, er wollte zu einem Verein wechseln, der ihn unbedingt haben möchte. Da kann man jetzt viel rein interpretieren und kann sagen, ja, Schalke wollte ihn nicht haben, bla, 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 aber das hat er ja de facto einfach nicht gesagt. Chulinov steckt den Ball durch zu Salazar. Salazar an der Strafraumgrenze bringt den Ball in die Mitte. Jetzt nochmal, Bülter, was macht er da? Oh, das ist zu wild. Ball geht jetzt aus. Bei Mustafi war es tatsächlich etwas übertrieben. Warte. Hier wird nochmal Freistoß gepfiffen jetzt für den KSC. Und fast durch sind wir. Wagner hat sich extrem aus der Schusslinie genommen, indem er gesagt hat, dass jeder Trainer mit Schalke untergegangen wäre. Er hat recht, Felix. Er hat recht. Er hat absolut recht. Du hättest auf Schalke, hättest du komplett alles auf den Kopf stellen müssen letztes Jahr im Nachgang. Ja? Du hättest die komplette Mannschaft rausschmeißen müssen. Wie auch immer das hätte funktionieren sollen damals. Also es war auch eine andere Zeit. Also das, was du jetzt mit dem Umbruch gemacht hast, den hättest du vor einem Jahr, hättest du den gar nicht machen können. Weil die Spieler sich dann auch gesagt hatten, nee, Alter, ich habe hier Vertrag, ich spiele hier erste Liga, ihr habt genug Kohle, lass kommen. Aber also ich gebe ihm da tatsächlich recht mit der Aussage. Da wäre jeder dran kaputt gegangen an der Situation. Oder? Wie seht ihr das? Ich glaube auch nicht, dass Wagner ein schlechter Trainer ist. Du bist Schalker. Asozialer Schalker. Kessi, war es für dich eine rote Karte für Gersbeck? Ich sage nein, man sieht es gut, dass er noch knapp im Strafraum war. Ich habe im ersten Moment habe ich gesagt, der Mann hat den Ball außerhalb des Strafraums in die Hand genommen. Nachher in der Wiederholung siehst du es nicht zu 100%. Also das wäre wahrscheinlich zu hart gewesen, da jetzt da dran zu gehen. Es muss schon klar zu sehen sein dann auch, dass er außerhalb mit der Hand dran war. Ist schon okay.
Gute Punkte, ja, du hast dich überzeugt, Wagner, aber trotzdem ist okay, ist okay. Das haben ja auch genug Trainer versucht, ist so, ja. Dankeschön fürs Abo. Selbst wenn, es wäre niemals rot, weil es kein Verhindern einer klaren Torschance war. Stimmt, genau. Ja, genau, rot hätte es sowieso nicht sein müssen. Aber im ersten Moment habe ich gesagt, jetzt das Handspiel. Wir schauen mal, ob Sky jetzt nochmal Szenen zeigt. Ach, wir können uns mal die Daten angucken jetzt so in der Halbzeit, ne? So, wollen wir mal gucken. Dum, 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 dum. Schalke übrigens mit mehr Ballbesitz. Ah, warte mal, wie binde ich das denn jetzt am schönsten ein? Da ist so ein Filter drauf, ne? Jo, den hauen wir mal raus. So. So, das sind also die Zahlen jetzt einmal zur Halbzeit. Wir haben 6 Schüsse von Schalke 04, jeweils, oder 5 vom KSC, Torschüsse jeweils 2. Also Torschuss ist das, der Ball, der auch wirklich aufs Tor gegangen wäre. Ja, ein Torschuss ist zum Beispiel nicht, wenn der Ball halt drüber geht. Ja, ist klar. Okay. Dann Ballbesitz 57% für Schalke 04. Wir haben 223 Pässe. Ist klar, die Anzahl ist natürlich auch höher, wenn du einen höheren Ballbesitz hast. Im Normalfall. Dann Passgenauigkeit haben wir 83% bei Schalke und beim KSC gerade mal 67. 7 Fouls auf Schalker Seite, hingegen 4 vom KSC, jeweils eine gelbe Karte. Und ja, was auch für den KSC jetzt natürlich spricht, sind 2x Abseits und 3 Eckbälle. Ich finde eine sehr, sehr ausgeglichene Statistik. Zeigt sich wirklich, dass das Unentschieden gerade in Ordnung geht. Und das ist, glaube ich, ein gutes, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, wir werden es wuppen bis Ende des Spiels. Es gab keine rote, Domi. Es gab keine rote Karte. Wolfgang sagt, das wäre rot gewesen. Torwart außerhalb hat unserem Spiel den Ball weggenommen. Ist jedenfalls nicht. Ist jedenfalls nicht. Jetzt spielen wir auf der Nordkurve, da wird die Post abgehen. Jawohl. Richtung Nordkurve, ne? Beziehungsweise mit Nordkurve im Rücken.
Da fehlen die Zweikampfwerte. Eigentlich sind wir da ganz gut. Stimmt. Oh, warte mal. Wir können uns auch die Tabelle direkt mal anschauen. So, aktuell wären wir somit auf Rang 5. Ja. KSC auf Rang 6. Wir haben ja jetzt jeweils einen Punkt dann mehr. Da kann aber auf jeden Fall noch mehr gehen, ne? Da kann auch mehr gehen. Wenn wir jetzt gewinnen sollten, wären wir doch tatsächlich auf Rang 2 vorerst. Obwohl, kommt drauf an, was Nürnberg macht, ne? Da fehlen die Zweikampfwerte. So, Kesti, Meinung hierzu bitte. Wozu? Hunter im Winter als Abschiedsgeschenk zurückholen. Na, jetzt ist aber auch wirklich durch das Thema, ne? Also Huntela hat jetzt selber noch nicht angekündigt, dass seine Karriere beendet ist, aber die holländischen Medien haben darüber berichtet, dass das jetzt Schluss sein soll. Also im Winter, dann hat er ja noch ein halbes Jahr nicht trainiert. Nee. Nee, dann würde ich auch sagen, dann ist vorbei. Wenn sie ihn jetzt noch eben aus dem Hut zaubern und sagen, komm, Klaas-Jan, bist du mit dabei? Dann bin ich auch mit dabei. Dann würde ich feiern. Guten Abend, Kessi und Chat. Heiko, moin. Bitte lass Schalke gewinnen. Yo, Erwin. Reine Prämienbasis. Ja, Geld gibt's sowieso nicht mehr uns zu verdienen, Flo. Das steht doch mal fest. Moin, Laurin. Ich denke, Schalke gewinnt noch 2-1. Ich habe sogar 3-1 vor dem Spiel gesagt. Und ich glaube, ich bin da noch, fahr da noch ganz gut mit dem Tipp. Ich glaube, wir sind abgeklärter. Wir sind cooler jetzt gerade als der KSC. Deswegen. Aber wie gesagt, bislang ist 50-50. Also die sind uns ebenbürtig heute. Totti, Glück auf, die Spielzüge und die Taktik werden immer besser, Ideen sind clever, Training und die Idee des Trainerstabs sehen es als Marathon. Ich würde mir aber ein zweites Jahr Zweite wünschen. Oha, ein zweites Jahr Zweite? Sehe ich nicht so. Ich glaube, der Der Gedanke bei einer zweiten Liga ist jetzt wahrscheinlich, okay, wir können dann in Ruhe noch weiter uns konsolidieren, beziehungsweise können noch in Ruhe weiter aufbauen. So. Das glaube ich, so dein Hintergedanke da auch. Aber ich glaube, wir können nichts aufbauen, wenn wir weiterhin so wenig Kohle haben. Wir werden auch dann wieder nur Leihspieler haben. Wir werden auch dann wieder nur tendenziell ältere Spieler holen, die halbwegs erfolgsversprechend sind. Also deswegen, also aus meiner Sicht, erste Liga muss kommen. Flo, warum hast du Laurin blockiert? Wie kam das 1-0 zustande? Ging ja schnell. Ralle hatte einen schlechten Tag offensichtlich. Oder eine schlechte Sekunde. Sagen wir es mal so. Man hat den Ball nicht festgehalten. War eine Ecke an der zweiten, beziehungsweise hinten im Strafraum am zweiten Pfosten stand Choi und der hat einfach draufgezogen. Ne? Und Ferdinand hat den Ball nicht festgehalten. So einfach ist die Geschichte erzählt. Choi stand aber auch viel, viel zu frei. Also da sind auch vorher Fehler gemacht worden. Kannst du mich grüßen? Wir sind noch nicht mal neu live. Ach komm, da gibt es aber schlimmere Sachen, die man schreiben kann. Nee, macht wirklich nur bei Beleidigungen. Nochmal an die Mods, bitte nur bei Beleidigungen. Leute raushauen. Wenn mir einer echt total auf den Sender geht, dann sage ich es dann ja auch.
Oder vielleicht bitte ich dann mal einen von euch, was zu tun, aber. Kessi, unsere Truppe ist für erste Liga nicht konkurrenzfähig. Ja, okay, aber. Erst einmal ist das eine Behauptung. Ob das so stimmt, wissen wir beide nicht. Ja, wir spielen aktuell zweite Liga und da klappt es zumindest einigermaßen. Und zweitens, ja, glaubst du, danach wird es besser? Glaubst du wirklich, es würde mit einem zweiten Jahr zweite Liga, würde es besser werden auf Schalke? Ich sehe das halt nicht, ne? Es wird noch schlimmer werden mit den Finanzen. Wir können uns kein zweites Jahr zweite Liga eigentlich leisten. Natürlich, irgendwie werden wir es nachher doch können. Aber wir können auch dann nicht großartig investieren. Wo sollen dann die neuen Spieler herkommen? Pro-Player, hi, moin. Richtig, aber wo sollen bei uns die Leute herkommen? Klar sind die für die erste Liga nicht konkurrenzfähig, da sind ja auch Jungs aus der zweiten Liga. Naja, aber ganz ehrlich, wir wissen noch nicht. Ganz ehrlich, die Mannschaft, die wir jetzt aktuell haben, die hatte jetzt zu Anfang der Saison, hatte die, sagen wir es mal, Anfangsschwierigkeiten, ja. Zumindest hat Dimi uns hat ja auch öfters versucht zu erklären. Ich finde aber, denen hast du wirklich die letzte Ausrede genommen. Die können Spiele gewinnen. Haben wir jetzt gegen Paderborn gesehen. Die können die Spiele gewinnen und wie gesagt, wenn wir nicht aufsteigen sollten, meiner Meinung nach, dann ja, dann ist das für mich nur schwer zu rechtfertigen, ehrlich gesagt, weil wir haben einfach einen Kader, der zu den Top 3 Kadern in der zweiten Bundesliga einfach gehört. Wir haben keine Kandidaten mehr im Kader drin, die irgendwie stänkern oder die keinen Bock haben. Nee, wir haben wirklich eine komplett neue Mannschaft, die Bock hat, auf Schalke zu spielen. Also wie gesagt, für mich sind die letzten Ausreden eigentlich weg. Auch das Eingespieltsein. Sag mal, ich bin ja zur Hälfte hinter meinem Dings hier verschwunden, ne? Jo, weg damit. Zack. Schönheit muss Platz haben. Kessel, direkte Wiederaufstieg, vergiss es. Ich glaube, also vor der Saison habe ich auch nicht unbedingt dran geglaubt, aber ich finde, es gibt zumindest keine ernsthafte Ausrede mehr dafür. So, und es geht weiter. Simon Terodde steht da. Schalke 04 jetzt von rechts nach links. Und es geht noch nicht los. Let's go. Es geht los. Simon Terodde stößt an. Spielt zu Malik Chow. Malik Chow mit einem langen Ball nach vorne. Direkt in die gegnerische Abwehrkette. Und es gibt Einwurf. Wieso ignorierst du immer meine Nachrichten? Gibt es dafür einen Grund? Ja, natürlich gibt es einen Grund für. Ich habe sie nicht gelesen. Ey, Hilfe, Leute. Also, irgendwas da rein zu interpretieren, ist wirklich komplett lost, muss ich wirklich sagen.
Jetzt, Auwe Jan, marschiert nach vorne, spielt zu Marius Bülter. Marius Bülter an der Strafraumkante bringt den Ball in die Mitte und es gibt Ecke. Hat der Essener 04 schon Bilder geschickt? Ja, Samurai, habe ich zu Anfang schon gezeigt. Ich guck mal, ob er noch mehr geschickt hat. Aber jetzt erstmal die Ecke. Oh ja, oho, Mashallah. Erwin hat er geschickt. Jetzt erstmal aufwehren mit der Ecke. Oh, Chao steigt hoch. Kriegt aber nicht genug Druck hinter den Ball. Köpf direkt auf den Boden und Gersbeck kann den Ball so wegpflücken. So, ich hoffe, ihr könnt den Erwin sehen. Da ist er. Drexler auf die rechte Seite. Chulinov im Strafraum. Spielt zurück zu Paulson. Oh, der schießt aber direkt in seinen Gegenspieler. Eichi hat's verstanden. Einfach abgehoben. Oh, Terodde. Du bist Schalke. Asozialer Schalker. Malik Chow tankt sich da gerade durch. Salazar schießt nicht. Was machst du da? Jetzt! Chow! Oh, nochmal die Möglichkeit. Paulson schießt drüber. Danke dir fürs Abo. Boah, mach nicht sowas, Kesti. Was denn, G1904? Flow. Immer wenn ich dieses Kissy-Gift zu singen anfange, muss ich an Wo bist du mein Sonnenlicht denken. Wo bist du mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Aber Jan, jetzt mit einem Freistoß für Schalke 04. Gute Position. Gute Position heißt, er wird jetzt eine Flanke reinbringen. Und die Flanke kommt rein und... Ja! Kaminski! Direkt! Eiskalt trocken, steht da komplett frei, macht das Ding rein. Yes! Yes! Bormut beschwert sich gerade noch wegen irgendwas. Ich weiß auch nicht, was er hat. Oder es war Abseits? Oh, es könnte Abseits gewesen sein. Oh. Warte mal, ich glaube, das wird zurückgenommen, das Tor. Ich glaube, es wird zurückgenommen. Drexler diskutiert dann mit dem Schiri.
da war nichts. Also das wird jetzt zurückgenommen, bin ich mir sicher. Abseits, ja. Doch, das war abseits, das konnte man sehen. Schade. Ja, ist abseits. Scheiße. Mannschaften spielen weiter. Es gibt Einwurf für Schalke. Paulson mit dem Ball nach vorne. Der geht direkt jetzt aus. Egal, weitermachen, S04, niemals aufgeben, kämpfen und siegen, so sieht's aus. Namen zusammen, Glück auf, moin, MRGK. Schade, ey. So ein schönes Tor. Oh, jetzt die Karlsruher. An der rechten Strafraumkante, Itakura ist aber da. Ovihan, Bülter. Schalker müssen sich da jetzt gerade rauskämpfen aus diesem Gedrubbel. Jetzt kommt Gersbeck erstmal an den Ball. Der Torwart vom KSC. Was war das? Das war jetzt kein Foul oder was? Jetzt... Der KSC auch von der rechten Strafraumseite. Flanke kommt rein. Fährmann pflückt ab. Kein Thema. Glück auf, Schalke Rebell. Moin. Und Glück auf auch an Rick. Hallo, ich bin nur Schalke. Moin, Michael. Wurde es zurückgenommen? Ja, Nico, es wurde zurückgenommen. Drexler mit dem Einwurf jetzt. Kaminski. Paulson, Kaminski und Ovihan. Und jetzt wieder Kaminski. Cholinov bringt den Ball in die Mitte. KSC ist da. Kommt, Jungs. Langer in den Sturm. Bild. Bülter jetzt. Auf
Aurelian. Aurelian mit der Flanke zu Terodde. War zu lang für ihn. Ah, es gibt Ecke. Die Ecke, sie kommt. Komm, baller das Ding rein. Oh, schade. Chao kommt da nicht ran. Jetzt Koitakura. Koitakura bringt nochmal eine Flanke rein auf Chao. Und der köpft drüber. Rodrigo Salazar spielt besser als im letzten Spiel. Ja. Kann ich unterschreiben. Ja. Moin, Kisti. Heute muss Schalke mehr kämpfen als gedacht. Simon macht das schon. Hä, Simon macht das, ne? Simon ist einfach eine Bank. Das stimmt. Der Typ ist wirklich ein Phänomen. Wir haben gerade schon gesagt, 11 Tore hat Schalke jetzt geschossen. An 10 ist Simon Terodde beteiligt. Hammer. Drücke dir und euch die Daumen. Hey, danke dir, Nico. Ich muss dir aber leider sagen, bevor das dir schon irgendwie anders jemand anderes petzt, ich bin heute für den HSV. Einfach weil ihr über uns in der Tabelle steht. Liebe Grüße. Ziemlich ruhig der Stream. Musik oder Zuschauer-Sound würde dem Stream gut tun, aber sonst ganz gut. Danke dir fürs Feedback. Es gibt einen Freistoß für Aurelian. Landet direkt auf dem Kopf des Gegners. Da ist Chulinov. Heute kannst du ruhig für Hamburg sein, solange du morgen für Bremen bist. Achso, alles klar, okay. Jetzt hat er mich. Stimmt, heute spielt Rostock gegen... Genau. Du drückst dem HSV die Daumen, mag dich trotzdem noch. Ha, Gott sei Dank. Oh, Nico hat übrigens ein sehr, sehr geiles Video hochgeladen. Solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Es natürlich lädt er ganz viel geiles Zeug hoch, ne? Aber heute hat er einen richtigen Kracher rausgehauen. Zieht euch das mal rein. Real Nico. Richtig, richtig guter YouTuber. Wie spielt der S04 heute? Gut. Also ich ausgeglichen bislang. Also ich finde Schalke und der KSC tun sich gerade nicht viel. In den ersten 10 Minuten ist der KSC richtig an uns ran, also hat uns da wirklich an die Wand gespielt in den ersten 10 Minuten. Aber seitdem ausgeglichen. Ich habe auch erst gedacht, es wird heute ein hammer, hammer krasses Spiel. War es auch die erste Viertelstunde. Aber seitdem ist doch echt ruhiger geworden. Jetzt Joy. Da ist Lorenz. Lorenz scheitert an Ciao und es gibt Ecke. Jeder soll mit seiner Mannschaft halten. Ja, ist ja auch so, ne? Deswegen ist ja auch der einzige Grund, warum ich jetzt heute für den HSV bin.
Weil es uns gut tun würde, wenn euch ein paar Punkte abgenommen werden. So, jetzt kommt die Ecke rein. Kaminski köpft raus, jawohl. Und jetzt Kaufmann. Kaufmann. Fährmann ist da. Kannst gerne heute immer noch für den HSV sein. Oh Gott, ey. Das sind so für Leute, die einem auf jedes Wörtchen achten, ne? Schlimm. Du bist Schalker. Wobei ich bin genauso. Ich bin auch Besserwisser. Asozialer Schalker. Wann hast du Geburtstag, Kessi? 1.6. Oh, schön. Ciao mit einer sehr guten Grätsche. Cholin auf jetzt. Paulson. Ah. Versucht er den Ball reinzubringen. Es gibt eine Ecke. Kessi, wo bist du? Ich bin hier. Oh, da hat jemand gespoilert, da möchte jemand gehen. Was Falsches gespoilert. Bülter schießt übers Tor. Du bist Schalker. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, danke. Schalker. Danke für die Abos, by the way. AJ. Danke dir für den Euro. Sehr geil. Jetzt kommt Karlsruhe wieder. Der Ball geht ins Aus und Abstoß für Fährmann. Ich sehe schwarz, dass sie den Führungstreffer machen. Ja, jetzt mal abwarten. Jetzt Salazar. Oh. Ja. War ein Versuch. Salazar wollte gerade den Ball nach vorne spielen und ja, der ist ihm einfach verunglückt, ist ins Ausgegangen. Also bei allem Respekt für unsere Blau-Weiße, es kann nicht an sich gehen, dass sich unsere gesamte Effizienz sich nur um Terodde dreht. Glück auf. Echt, das stimmt, Robson. Das stimmt wirklich. Aber wenn Terodde mal nicht da ist, so, ich wüsste auch nicht, was wir dann machen sollten. Das ist schon krass. Ich schenke dir ein Like, hat Fußballwissen geschrieben. By the way, ihr könnt gerne den Stream liken und ja, auch gerne Bescheid sagen. Also wenn ihr dort jemanden kennt, der vielleicht Bock hat, ja, einfach auf Schalke-Content so gerne weitersagen, würde mich sehr, sehr freuen. Der Kanal, der wächst auf jeden Fall wie Sau und ja, die Reise, die machen wir auf jeden Fall gemeinsam hier durch YouTube. Gibt schon seit einem Jahr den Kanal, seit mehr als einem Jahr und ja, wie gesagt, wird immer größer. Ah, jetzt Salazar holt sich dann den Ball, schießt! Oh! Schade. Aus der zweiten Reihe einfach mal draufgezogen, aber der war zu zentral auf Gersbeck. Und ja,
Das war gar kein Problem für Gersbeck. Uns hat Simon auch nur alleine zum Aufstieg geschossen, ohnehin null Chancen. Ach krass. Oh, jetzt kommt nochmal. Oh. Meine Güte, Choi da komplett frei auf der linken Seite und bringt den Ball in die Mitte und jetzt gibt's Ecke für den KSC. Also Choi ist ein echt krasser Spieler, muss ich sagen. Kommt die Ecke. Chulinov köpft raus. Sehr gut. KSC wechselt hier zweimal. Muss ein Schalker behandelt werden, dass Dominik Drexler an seinem Knie. Oha. Es würde mich nicht wundern, wenn Drexler jetzt ausgewechselt werden würde. Und das würde ich auch für gut heißen, ganz ehrlich. Wenn der jetzt wieder Knieprobleme hat, ne? Ärgerlich. Drexler wird wohl rausgehen und ich glaube, es wird Mikhailov reinkommen. Oh, jetzt der KSC mit dem Ballgewinn. Das ist Choi. Choi erst an Chulinov vorbei und dann schießt er und auch er zu zentral auf Fährmann. Worauf schaust du eigentlich die Spiele? Auf dem Fernseher? Nee, ich höre auf meinem zweiten Bildschirm. Ich habe zwei PC-Bildschirme hier und ich lege extra dafür einen 20 Meter. Oh, nochmal. Ah. Aubameyang jetzt gerade mit der Flanke in die Mitte, aber da kommt der Rolle nicht dran. Jetzt wieder der KSC. Ich lege extra einen 20 Meter HDMI-Kabel deswegen dafür rüber. Aus meinem Wohnzimmer. Salazar. Salazar jetzt zu Aubameyang. Der bleibt am Gegenspieler hängen. Kaminski. Boah, Kaminski rutscht aus. Boah, holt sich dennoch den Ball. Stark. Wild. Ciao. Ja. Die Flanke ist so ungenau und jetzt kommt der KSC. Kessi, haben wir eine Frage, wieso bist du kein Profi? Oh, Walicek liegt zurück auf Choi und Choi schießt daneben. Boah. Kaminski holt sich da jetzt nochmal eine gelbe ab. Ay, caramba. Hey Merlin, moin, schön, dass du hier bist.
bekomme ich Blutdruck, sagt G 1904, wenn ich lauter werde. Mehmet Can Aydin kommt jetzt drauf für Darko Chulinov und Drexler geht runter und warte, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, Mikhailov ist drauf gekommen. Könnte ich aber gerne korrigieren! Ja, Alter, da darf er sich nicht wundern, der Pauson. Warte, die Schiris, die Spieler fordern nochmal auf den Bildschirm zu gucken. Die Spieler fordern nochmal, er soll auf den Bildschirm gucken. Pauson hat ihn wirklich von hinten gerade umgetreten, den Gegenspieler. So, warte, nochmal. So, Paulson. Boah. Er nimmt ihm halt. Er trifft halt nur das Bein, ne? Das Kommentator meint, ist hart ausgelegt. Ist hart ausgelegt, definitiv, aber. Also, er hat ihn jetzt nicht wirklich richtig hinten reingetreten. Er hat ihm mehr das Bein weggezogen, ne, aber. Ist hart. Ist eine harte Entscheidung. Aber auch nicht komplett. Kommt auch nicht komplett aus dem Nix. Scheiße. Fuck, ey. Jetzt gibt's Freistoß für den KSC. Scheiße, ey. Ball kommt in die Mitte. Kein Problem. Geht direkt ins Aus. In der Premier League wäre das gelb, ja, glaube ich auch. Aber, ja. Es ist eine harte Entscheidung. Es ist wirklich eine harte Entscheidung. Aber geht in Ordnung. Boah. Salazar geht jetzt runter und Florian Flick kommt rein. Eieieiei. Okay, Flick wird den Part von Paulson wird er übernehmen. Wir haben jetzt schon eine Fünferkette auf dem Platz, ne? Also jetzt mit Aydin drauf werden wir eh schon mit Fünferkette spielen. Flick jetzt auch noch als Defensiver. Das ist die Frage. Ich denke, man wird jetzt auf Unentschieden spielen. Und da liegt der nächste. Diesmal vom KSC. Hofmann. Kennst du das vorhin noch nicht geantwortet? Wieso bist du jetzt kein Profifußballer geworden? Na, wieso bist du keiner geworden, Stoney? Was ist die Antwort? Warum unterhalten wir uns beide jetzt hier? Warum stehst du nicht auf dem Platz? Oh, jetzt. Oh, Ciao ist da. Was wird das?
Gott sei Dank kein Freistoß. Es gibt Abstoß für Schalke 04. Boah! Ich schon. Also Paulson, ey, der kennt da echt nichts, ne? Alter. Aber Jan. Ha! Piringer übrigens eben auf den Platz gekommen. Nicht Mikhailov, sondern Piringer. Ja, Bülter, das Foul vorher hätte man auf jeden Fall pfeifen können. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Das Tor von Kaminski hätte zahlen. Ja, das war abseits. Das war wirklich abseits. Kotzt mich so an, dass wir zu Hause es nicht schaffen, die Spiele vernünftig und kontrolliert zu gewinnen. Ich würde mir auch jetzt einfach mal wünschen, dass wir noch ein Tor schießen. Aber ganz ehrlich, wie würdest du das machen mit einem Mann weniger, ey? Spielt sowieso schon so defensiv. Das ist kein Rot, sorry, ein gestrecktes Bein, nix, Wischiwaschi-Grätsche. In England ist das eine Verwarnung und gut ist. Er zieht ihm das Bein weg, er tritt nicht richtig rein. So insofern, wie gesagt, ich find's eine harte Entscheidung. Ich find's eine harte Entscheidung. Bitte, lieber Fußballgott. Yo, liebe Grüße, Steini, moin. Zu viele Karten heute, ja. Ja, der Schiri war nicht bezimperlich, ne? Auch in der ersten Halbzeit. Er hat so schnell die Gelben gezückt. Ey, die ersten 10 Minuten, die waren so krass, ne? Oder die erste Viertelstunde mit den beiden Toren, die war so krass. Nachher ist echt verflacht das Spiel, ne? Bis auf die rote Karte. Kommt seitlich von hinten, sorry, rot zu viel. Schiri komplett überfordert in der Partie für beide Seiten. Aber ja, es ist, wie gesagt, eine harte Entscheidung. Das habe ich auch gesagt. Aber ich denke, man kann rot geben. Ja. Ich habe im ersten Moment, habe ich auch gedacht, Alter, der Amos, den ja richtig umgetreten haben, wie der gefallen ist. Ne? Aber der hat ihm nur das Bein weggezogen. Deswegen finde ich es auch echt hart. Notbremse bei 6 Leuten, die noch in dem Ball waren. Nee, Notbremse war das nicht. Ball kommt jetzt in die Mitte. Fährmann braucht gar nicht einzugreifen. Aurean ist da. Itakura. Ah, Bülter. Will man marschieren. Ball geht aber ins Aus. Zeig bitte das Feld, Neko. Überweis du mir mal ein paar hundert Millionen, damit ich mir die Rechte kaufen kann. Dann zeige ich dir das Feld. Cueto schießt da gerade aufs Tor. Keine Gefahr. Moin, Kessio, aber über eine Gelbe hätte man sich niemand beschweren können. Das
Wen meinst du jetzt bei der roten Karte, die wir bekommen haben, oder was, Maxi? Klar, nochmal, ich sag's, es ist eine harte Entscheidung, aber für mich auch, man kann die Entscheidung so treffen. Doch, Kessi, zeigen Sie doch das Feld, stellen Sie sich so an wegen ein paar Millionen. Ach. So, jetzt Freistoßmöglichkeit für Schalke 04. Thomas Auwehrn. Bringt den Ball rein, der war schwach geschossen. Und jetzt gibt es die Kontermöglichkeit für den KSC. Alleine, ein Mann, alleine auf weiter Flur. Nicht schlecht. Lukas Coeto war das, der da gerade versucht hat, die Schalker Hintermannschaft hops zu nehmen. Das alleine. Ist aber nicht gelungen. Fährmann jetzt mit einem Abschlag auf Terodde. Schalke kommt wieder in den Ballbesitz. Nein. Kämpfen unsere wenigstens. Sorry, kann das Spiel nicht gucken. Oh, brauchst du nicht zu entschuldigen. Wir spielen auf Augenhöhe mit dem KSC. Ich finde, es ist ein klassisches Unentschieden-Spiel. Wenn wir jetzt gleich mit einem Unentschieden da rausgehen, sage ich sogar anhand der roten Karte, geht das in Ordnung. Ja. Also die ersten 10 Minuten, frag mich nicht, was da los war. Da hat uns der KSC einfach mal an die Wand gespielt. Aber ansonsten komplett ausgeglichen. Danke für dein Abo. Ich kann deinen Namen nicht lesen, aber danke. Der KSC wieder. Über die rechte Seite, über Tide. Spielt den Ball erstmal wieder zurück. Bormuth, Tide. Itakura ist da. War das Tor von Terodde nach einem Standard? Nein. Vorweitkampf von Chulinov. Ah, Bülter holt sich jetzt den Ball. Da ist Aydin. Piringer. Ah, Aydin holt sich den Ball. Stark. Jetzt marschiert er. Jawohl. Findet Marius Bülter. Bülter wird abgedrängt jetzt. Schade, ey. Ball geht ins Aus. Findest du die Leistung von Ciao stark? Ciao macht einen richtig guten Eindruck. Ich finde, Skramotz ist routiniert zu wenig. Rotiert zu wenig. Rotiert Gramotz ist zu wenig. Naja, er hat ja jetzt ein paar neue reingebracht, ne? Also ich kann heute jetzt nicht so großartig mich über seine Wechsel irgendwie beschweren. Wenn man nur noch zu zehnt ist, so, dann kann ich auch verstehen, dass man noch einen zusätzlichen Defensiven mit reinholt. Ey, ganz ehrlich, aber ich habe
die ganze Zeit jetzt auch schon wieder in diesem Spiel das Gefühl, dass das nicht schief gehen wird. Ne? Ich glaube, wir werden hier nachher mit einem Unentschieden rausgehen. Ich weiß nicht, was euer Gefühl gerade ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der KSC uns jetzt gleich noch einen einnimmt. Fußballwissen! Danke dir, danke dir, danke dir. 2 Euro. Freitagsspiele enden oft mit Punkteteilung. Warum? Jetzt erst nochmal die Flanke vom KSC. Wird aber abgeblockt von den Schalkern des Koitakura. Ja, weiß ich nicht. Muss an dem Tag liegen. Ne? Am Freitag ist die Luft vielleicht einfach eine andere. Schuss! Verdammt! Noch. Ich sag es gerade noch, das ist ungefährdet. Und da schießt der Kerl einfach aus der zweiten Reihe und Schalke liegt hinten. Ist das bitter? Ist das bitter? Fuck. Fuck. Ich hab's Mikrofon komplett runtergeschmissen, sorry. Fuck, ey. Ich sag kurz vorher noch, jetzt, komm, schieß, Junge! Warum schießt du nicht vorher? Ey, Bülter. Ach, Bülter sag ich, Terodde. Warum hat er den Moment noch gezögert? Ey, der hätte den einfach reinschießen können. Boah. Ja, ich sag's dir gerade, ich habe gerade noch gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass das hier in die Hose geht. Und zack. Fuck, ey. Mega Tor, ja, war wirklich mega, war echt gut. Shit, ey. Ach komm, ey, das ist doch nicht. 5 Minuten noch. Okay, Leute, 5 Minuten noch. Warum liegt der Typ da jetzt? Ja, ich weiß nicht, worüber Aydin sich gerade beschwert hat. Ich habe es nicht verstanden. Aber ja.
Unterputzen, weiter geht's. Guten Abend zusammen, bin heute spät dran. Sieht nicht so gut aus gerade. Jo. Es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich wieder. Mit einem Wort Scheiße. So sieht's aus. Hofmann nochmal mit der Chance. Fährmann hält das Ding. So, jetzt. Langes Holz nach vorne. Komm. Gersbeck ist da. Piringer, setz dich durch, nicht. Doch, Freistoß für Schalke. So, jetzt gehen alle mit nach vorne. Fährmann auch, oder was? Nee. Auvian schießt den Freistoß fast auf Höhe der Mittellinie. Freischuss kommt hoch rein und da ist Gersbeck. Gersbeck faustet das Ding weg. Jetzt gibt es auch noch Gelb für Auvejan. Wegen Ball wegschlagen oder was? Ach, wegen Foul. Boah, was ist das? Kaminski klärt da zur Ecke. Gibt nochmal Ecke für den KSC. Ecke kommt rein, Schalke 04, aber jetzt nicht am Ball. Gersbeck. 20 Sekunden. Hau das Ding rüber. Kaminski. Mach mal eine Kerze. Bülter. Scheiße. Unnötige Niederlage. Wirklich unnötige Niederlage. Also einen Sieg hätte es nicht geben müssen. Das wäre ein Unentschieden-Spiel gewesen, meiner Meinung nach. Schade. Schade, schade, schade. Eigentlich lief in diesem Spiel alles scheiße. Gegentor in der ersten Minute, Tor nicht anerkannt, rote Karte umstritten, dann noch das Gegentor in der 88. Alles Mist.
Könnt ihr den Fußball-Expertinho einmal rauskicken, bitte? Willkommen in der zweiten Bundesliga, Herr Amigo. Wie ein Schiri ein Spiel entscheiden kann zum Kotzen. Scheiß Schiedsrichter aber auch gewesen, oder? Ja, der Schiri ist sehr, sehr kleinlich gewesen, ne? Fuck, ey. In erster Linie haben wir es selber verkackt. Du bist Schalker, asozialer Schalker. Danke für dein Abo. Ärgerlich. In erster Linie haben wir das selber entschieden, durch unsere eigene Leistung, meiner Meinung nach. Fuck, ey. Ich muss das erstmal verarbeiten, damit habe ich nicht. Ich auch nicht. Ehrlich, ich habe da null mitgekriegt. Ich habe gerade noch so gesagt, irgendwie, ich sehe da völlig ungefährdet jetzt gerade das Ding, aber keine Ahnung, ey. Ich habe wieder mal meine rosa Brille aufgehabt. Paulson hat uns mit der Aktion so geschwächt. Ich bin so enttäuscht. Es war schon eine harte Entscheidung. Aber klar, Paulson, also im ersten Moment, als ich das Foul gesehen habe, und du konntest ja noch aus der weiten Entfernung halt sehen, habe ich gedacht, Alter, wow. Das war schon ein krasses Foul. Also da muss man sich nicht wundern, wenn man eine rote dafür kriegt. Ist nach wie vor harte Entscheidung, aber kann man rot für geben. Wir waren klar besser, der Schiri wird jetzt bei Pattern wohl in Absand. Wolfgang. Nee, nee, nee. Es war ein unentschieden Spiel, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich, wir haben die man sieht schon, dass wir die besseren Einzelspieler haben vom Team her. Du hast es in den ersten 10 Minuten, hast es krass gesehen. Der KS3 ist einmal nach vorne gestürmt und die haben einfach uns unter Druck gesetzt. Und Schalke hat aufgrund seiner individuellen Klasse, Stichwort Terodde, hat Schalke den Ausgleich gemacht. Aber, ja, dementsprechend, meiner Meinung nach, war das nachher ein Unentschieden-Spiel. Das muss eigentlich unentschieden ausgehen. Ja, das hat keinen Sieger verdient gehabt, dieses Spiel, weil beide Mannschaften in die restlichen 80 Minuten komplett passiv gewesen sind. So, und was die rote Karte angeht, die kann man halt geben. Die kann man geben, muss man nicht, aber er hat sie nun mal gegeben. Und wie gesagt, wenn man das Spiel halt gewinnen möchte, dann muss man halt ein Tor mehr schießen als der Gegner. Und deswegen sage ich, wir sind selber dran schuld und nicht der Schiri. Hieß es hier nicht am Anfang, wir gewinnen 3-1 oder 4-1? Ich habe 3-1 getippt für Schalke, ja. Habe ich auch kein Problem mit. Ich bin Schalke-Fan, hallo? Klar. Natürlich ist auch immer ein Wunschgedanke immer dahinter. Ich hätte auch wirklich gedacht, dass wir gewinnen. Dieses Spiel und das Schiri-Team wurden Ihnen präsentiert von Tipico. Ja, Hilfe. Sorry. Oh. Ich finde nicht, dass wir da jetzt dem Schiri für die Schuld geben sollten, weil wie gesagt, man kann auch einfach ein, zwei Tore mehr schießen als der Gegner und dann gewinnt man so ein Spiel auch mal. Also, wir haben doch wieder nur dieses Unentschieden auch nachher gehabt, weil Terodde da gewesen ist.
Wir haben auf einem Niveau gespielt mit der Mannschaft, definitiv. Aber Terodde hat nachher wieder das Tor geschossen. Deswegen, also ich finde nicht, dass wir da irgendwie Dimi oder die Mannschaft jetzt in Schutz nehmen sollten. Darauf will ich hinaus. Auch mit 10 Spielern muss man mindestens einen Punkt erspielen. Ja. Es war dann natürlich auch ein Sonntagsschuss, den wir da reinbekommen, ne? Also gut, wir haben vielleicht Terodde gehabt, aber KSC hat natürlich auch Glück mit seinen Toren gehabt, ne? Also das zweite Tor war ja einfach ein Traumtor. Ja, den schießt er einmal von 100 Mal schießt er den so ins Tor. Und das erste Tor war ein individueller Fehler von Fährmann. Wolfgang, ich habe es gelesen, dass du der Meinung bist, dass der Tor, dass du... Ach so, nee, das habe ich nicht gelesen. Wir hätten Überzahl gehabt, der Torwart hat rot verdient. Ach, du meinst die Situation, als der Torwart den Ball in die Hand genommen hat? Schreibt ihr mal eure Meinung dazu. War der außerhalb? Macht man nichts, wir bleiben dennoch in Schlagweite zur Spitze. Das stimmt schon, aber ist schon scheiße. Da muss mehr kommen, ne? Ihr sagt, er war klar außerhalb. Im ersten Moment habe ich das auch gedacht, aber nachdem ich die Bilder gesehen habe, war ich mir halt nicht mehr sicher. Muss, keine Ahnung, auch die Schiedsrichter müssen ja hundertprozentig dann sagen können. Wenn sie es nicht wissen, dann im Zweifel ja für den Angeklagten. Also. Komm, Kessi, wir waren besser als der KSC, vor allem die Starter. Ich fand unentschieden halt, ne? Muss ich echt sagen. Ich fand es unentschieden wäre fair gewesen. Ich fand das Spiel so scheiße. Ja, die letzten 80 Minuten waren zäh, ne? Die ersten 10 Minuten waren krass. Oder Viertelstunde, sagen wir es mal so, bis wir das 1-1 geschossen hatten. Von Chancen eher Sieg. Können wir mal gucken. So, also rein von den Chancen her, wenn man rein statistisch gesehen, ist auf jeden Fall relativ ausgeglichen gewesen, ne? Schalke mit 3 Torschüssen, KSC mit 5 Torschüssen. Was soll ich dazu sagen, ey? Ganz ehrlich, ich finde, wir haben heute nicht gut gespielt. Deswegen haben wir verloren. Zeig mir doch mal einer jetzt heute den Plan, den Schalke 04 gehabt hat. Zeig mir doch einfach mal den Plan, den Schalke 04 heute gehabt hat. Für mich war das individuelle Klasse, nach der wir halt wieder zurückgekommen sind. Das war das Einzige im Endeffekt. Die zweite Halbzeit, die war grausam, fand ich.
Unser einziger Plan ist Terodde. Ja. Terodde war der Plan. Ja, perfekt. Vielleicht habe ich etwas Falsches gesehen, aber war kein schlechtes Spiel heute. Nein, ich sage ja auch, unentschieden wäre heute, aus meiner Sicht, wäre fair gewesen. Mir geht das halt auf den Keks, dass einiges so hinstellen, als ob, ja, Schalke war ganz klar besser. Der Schiri ist die absolute Pfeife gewesen. Mag sein, dass er die rote Karte, dass sie zu hart gewesen ist. Aber Hilfe, wir haben heute nicht den KSC an die Wand gespielt. Definitiv nicht. Wir haben die besseren Spieler, es wird schon irgendwie funktionieren. Das ist, glaube ich, der Plan gewesen. Genau. Nochmal, so schlecht. So schlecht war es auch nicht. Ich sage ja unentschieden, aber nochmal, einen Sieg habe ich da heute für uns nicht gesehen. Definitiv nicht. Noch kein richtig rausgespieltes Tor von Schalke gesehen, alles nur Terodde's Dinge, die sonst kein anderer Stürmer machen würde. Ohne ihn wären wir im unteren Mittelfeld. Ja, ist schon so. Zu wenig Pässe und zu wenig Laufleistung. So, das Spiel wirkte gut, weil so eine individuelle Klasse meiner Meinung nach. Leider ist kein Konzept erkennbar, wäre mit diesem Spiel ein klares Konzept. Da wären wir deutlich besser. Ja. Abseitstor nicht vergessen. Ja, ach, schade, ne? Wirklich schade. Aber auch das war Abseits. Leider. Ich würde mich auch hier hinsetzen und mich jetzt über den Schiri aufregen, aber das Ding war nochmal Abseits. Rote Karte zu hart, meinetwegen, okay, ja, aber auch da, sorry, ich will einfach ehrlich sein. Klar könnte ich mich jetzt hinsetzen und sagen, ja, klar. Aber Hilfe, die kannst du halt geben, die rote Karte. Die kannst du halt geben. Musst du nicht unbedingt, aber du kannst. Und da muss man halt zusehen, dass man den Kasten hinten sauber hält und das haben wir halt nicht gemacht. Wolfgang meint, Schalke ist verpfiffen worden. Okay, wenn du das so siehst. Komisches Spiel, insgesamt an vielen Stellen sehr unglücklich gelaufen, aber es muss mehr Tiefe ins Offensivspiel kommen. Asozialer Schalke. Danke für dein Abo. Ich sag nichts gegen den Schiri. Wir haben uns reingehauen und hatten noch Möglichkeiten. Wir werden keinen Gegner her spielen. Schiri zu hart in seinen Entscheidungen. Definitiv. Sehr früh zwei gelbe rausgeholt. Rote. Ist auch eine harte Entscheidung, definitiv, aber ja, alles jetzt auf den Schiedsrichter zu schieben, nee, sehe ich halt nicht. Es
Sieben Spiele, 10 Punkte, nicht gerade hervorragend, oder? Hoffe, die drehen noch auf. Yo, Pauli, ich hoffe es auch, wirklich. Ich hoffe es auch. Ja. Sieben Punkte ist mir auch zu wenig, bin ich euch ganz ehrlich. Wir haben mit 7 Spiele nicht. Ja, nicht mal die Hälfte haben wir gewonnen. Das ist halt zu wenig, wenn du aufsteigen möchtest, ne? Und wie gesagt, jetzt mal unabhängig davon, ob ich dran glaube, ob wir noch aufsteigen, wir sollten uns das als Ziel nehmen. Aber wie gesagt, die Schulden, die zahlen sich nicht von alleine zurück. Ich ärgere mich einfach nur, zum Glück ist alles noch eng und der morgige Spieltag spielt uns mal wieder in die Karten. Das ist der Vorteil einer zweiten Liga diese Saison. Es ist komplett eng alles, ne? Es hat sich noch keiner so richtig abgesetzt. Christian Groß hat die Hand schon am Telefon, oder? Bitte hör auf. Fakt ist, dass in der zweiten Liga kein Schiedsrichter ein hohes Niveau hat. Vor der roten Karte muss er Freistoß für Schalke geben. Sogar der Sky-Reporter sagte, der Schiri hatte nicht den besten Tag. Ja, davor hätte er schon pfeifen müssen. Das Foul von Böhl. Da bin ich dann doch auch dabei. Ja, da hätte er eigentlich schon pfeifen müssen. Insofern, okay. So, wie gesagt, wenn der aber in dem Moment entscheidet, es gibt keinen Foul und dann muss er die nächste Situation bewerten und die bewertet er als rot, naja, es war nun mal auch rotwürdig. Hart, aber kannst du geben. Diese Niederlage ist einfach nur bitter, ja, ist so. Ja gut, Leute. War ja doch ein Kackabend, ne? Aber ach, es ging so schön los, das Spiel. Richtig schön packend, spannend. Ich habe gedacht, yo, ich hatte nicht das Gefühl, dass Schalke sich da wohl den Schneid abkaufen lässt. Selbst nach den ersten 10 Minuten, wo der KSC nur gedrückt hat. Ich habe gedacht, Schalke kriegt das trotzdem gewuppt. Also kann man sich täuschen. Schade. Ich bin aber relativ zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft. Oh, nee, ich kann nicht zufrieden sein. Ich kann wirklich nicht zufrieden sein nach einer Niederlage. Das geht einfach nicht. Es gibt nun mal im Fußball, okay, es gibt 3 Möglichkeiten, aber im Endeffekt gibt es so Gewinnen oder Verlieren. Ja, entweder gewinnst du oder du verlierst. Zumindest 2 Punkte verlierst du. Ja, so einfach ist das Spiel für mich. Wenn du gewinnst, hey, geil, alles super. Aber ich kann mit einer Niederlage, mit einer Leistung auch selbst... Nee, kann ich nicht zufrieden sein. Geht nicht. Fußball ist nur ein Ergebnissport. Wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann ist scheiße. So einfach ist Fußball. Was soll man machen gegen 12 Karlsruher? Lass. Besser Fußball spielen. Nicht nur einen Stürmer vorne drin haben, der alles zerschießt, sondern, ja, keine Ahnung, die anderen müssen auch mitspielen. Das erste Tor war geschenkt. Ja, beide Tore eigentlich. Ne? Der andere war einfach, den macht er einmal in 100 Jahren, macht er den.
Du enttäuscht mich, Kesti. Ach, schon wieder. Ey, Wolfgang, ist dir das schon mal aufgefallen, dass ich alle 3 Tage dich komplett enttäusche und ich danach wieder der Allerbeste bin? Das ist wild. Das ist wild. Karlsruhe hat einen mehr Mann auf dem Platz mehr gehabt und dabei bleibe ich. Ergebnisse kann der Schiri beeinflussen, so wie heute. Natürlich kann der Schiri Ergebnisse beeinflussen. Natürlich. Ich glaube aber nicht, dass der Mann im Wettbüro gesessen hat, sondern dass er einfach nur eine harte Entscheidung gegen uns getroffen hat. Ihr braucht einen Trainer mit der Mentalität von Streich oder Baumgart. Wenn wir so einen Streich hätten, das wäre schon der Hammer. Was ist heute schiefgelaufen, Simone? Schalke war, also aus meiner persönlichen Sicht, jetzt kommt nochmal meine Zusammenfassung. Ich mache mal kurz nochmal die von Wolfgang und von vielen anderen. Der Schiri hat uns verpfiffen. Okay? Das ist die Meinung von vielen jetzt gerade. Meiner Meinung nach hat der Schiri eine harte Entscheidung gegen uns getroffen und wir sind trotzdem in der Pflicht, unseren Arsch zu bewegen und Spiele zu gewinnen. Und wir sind zu passiv gewesen in den letzten 80 Minuten. Das Spiel war komplett flach, nachdem die erste Drangphase vom KSC weg gewesen ist, nachdem wir ein Tor geschossen haben, waren beide Mannschaften viel zu passiv. Und nachher hat es der KSC geschafft, uns einen einzuschenken, ja, ein absolutes Kacktor, ein Traumtor, ja, aber wie gesagt, den schießt er normalerweise, trifft er den so nicht, ja, den macht er, wie gesagt, einmal von 100 Versuchen geht er einmal so rein. So, ich finde, wir sind zu passiv heute gewesen und wir hätten die Chance gehabt, dieses Spiel auch zu gewinnen. Und da muss man nicht nur meinetwegen dem Schiedsrichter die Schuld geben. Wir können uns darüber unterhalten, dass es eine harte Entscheidung gewesen ist. Das sage ich auch. Ja, aber erster Linie haben wir das Spiel verbockt. Wir waren nicht effektiv, aber passiv würde ich nicht sagen. Ich schon. Ich fand, wir waren auf Augenhöhe ich sage ja, ein Unentschieden wäre heute verdient gewesen, aber auch nicht mehr. Ja? Beide Mannschaften haben sich nachher wenig noch nachher dafür getan, um den Sieg letztendlich reinzuholen. Und deswegen, das kann dann halt bestraft werden. Irgendwann schießt einer ein Tor. Kessi, der Wolfgang meint es nicht so, einmal durch die Hose Luft holen, dann ist gut. Ist so, Wolfgang und ich, wir werden uns sowieso immer wieder finden. Aber er weiß schon genau, wie er mich auch triggern kann. Das kriegt Wolfgang ganz gut hin. Kesti, sie enttäuschen mich und der Schiedsrichter war schuld und Schalke hat ein perfektes Spiel abgeliefert. Ja, genau. Genau. So, Leute. Alles gut, Schiri war scheiße, aber wenn du aufsteigen willst, musst du dann halt 1-1 halten, diesen Sonntagsschuss nicht kassieren und mindestens einen Punkt holen, nachdem 1-1 war einfach zu passiv. Ja, ist so. So, ich bin auch eigentlich fast immer deiner Meinung, aber dieses Mal nicht. Ich brauche ja auch nicht meiner Meinung zu sein, überhaupt nicht, definitiv nicht. Ja,
Es bleibt euch vollkommen selbst überlassen, was ihr denkt, ja. Ich sage nur, ganz ehrlich, es gehört auch immer eine gewisse Eigenverantwortung dahin. Und wir können nicht immer sagen, yo, der Schiri war's, die Unterhose hat gezwickt, das Trikot ist zu heiß gewaschen worden. Das funktioniert halt so nicht. Also nicht als... Wir sind nun mal Absteiger, ja. Wir sind Schalke 04, wir sind jetzt gerade abgestiegen. Wir haben die verdammte Pflicht, anhand unserer Leistung klarzumachen, dass da nichts anbrennt. Und wie gesagt, dann spielen wir halt 80 Minuten auf Augenhöhe mit dem KSC und der KSC schießt nachher ein Tor. Ja, okay, dann passiert sowas. Dann passiert sowas einfach. Da muss man... Ja, da muss man vielleicht auch einfach schon mal das eine oder andere Tor geschossen haben, bevor der KSC eins schießt. Träger, Tedesco ist frei. Palle. Alles Gute, mein lieber Kopf hoch und Glück auf. Schönes Wochenende. Dir auch, Pauli. Euch allen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ja, ihr braucht euch auch nicht zu entschuldigen. Alles gut. Wie gesagt, man darf hier auch anderer Meinung sein, definitiv. Aber ich sag dann halt gib dann halt meinen Senf dazu. Ne? Keck sagt noch, Mäuschen, seh bitte das Positive. Warte. Das Positive heute am Spiel. Ich versuch's gerade, Kick. Simon Terodde. Wir haben eigentlich auch hinten ganz gut gestanden. Unsere Innenverteidigung gefällt mir nach wie vor die richtig, richtig gut. Ich finde, es ist immer noch das Problem. Es ist einfach unser Mittelfeld. Wir haben aufgrund der Struktur, wie wir aufstellen, sind wir einfach extrem auf die Außen angewiesen, also auf zwei einzelne Personen, das heißt Chulinov und auf einen Auvejan, und die können das schlicht und einfach nicht leisten, wenn die alleine auf der Außenbahn sind. Ja, meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, dann, wenn man das halt so macht, dann braucht man wirklich spielstarke Jungs auf den Achterpositionen, die wirklich die Stürmer mit Bälle versorgen. Und da sehe ich halt immer noch so, sehe ich uns irgendwie immer noch zu eindimensional aufgestellt. Wir sind immer noch darauf angewiesen, Ball auf Terodde, Terodde macht das Ding rein. Ja, Salazar schwach heute. Ich fand Salazar, die letzten Spiele fand ich ihn sogar schwächer. Ich habe ihn heute sogar etwas besser gesehen. Positiv, guter Clip für den Königsblau TV Jahresrückblick bei ihrem Meltdown beim 1:2. Da habe ich mich aufgeregt, ne? Ich glaube, ich habe mich in erster Linie darüber sogar wahrscheinlich aufgeregt, dass ich vorhin auch gesagt habe, das Ding geht komplett safe durch hier. Wir kriegen das hin. Da habe ich gedacht, mein Gott, bist du blöd. Warum hast du immer diese rosa Brille auf? Vielleicht willst du meine Nachrichten nicht lesen. Doch, ich möchte auch deine Nachrichten lesen. Aber good game zum Spiel. Schalke war ein bisschen besser, aber dann kam Vanicek und dann die verdiente rote Karte. Der geht von hinten rein. Viel Erfolg im nächsten. Danke dir auf jeden Fall und liebe Grüße nach Karlsruhe. Oder weiß nicht, ob du da lebst, aber du verstehst mich schon. Okay? So, ich hau ab. Ich hau mir jetzt eine Pizza oder so rein. Mal gucken. Bier. Irgendwas. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat heute der Stream, dann haut gerne noch einen Daumen nach oben raus. Wie gesagt, ihr bewertet damit nicht das Spiel, sondern ihr bewertet eben den Stream. Und da würde mich echt freuen, wenn ihr
auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Erstens beim nächsten Stream, beim nächsten Spieltagsstream. Außerdem, ich bin fünfmal die Woche bin ich online um 20.15 Uhr hier auf dem Kanal. Spreche mit euch über Schalke 04 und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid. Okay, ein Salat wäre besser, Kesti. Stimmt auf jeden Fall, aber heute gibt's eine Pizza. Haha, haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.